So, dann würde ich sagen, hallo, herzlich willkommen im neuen Jahr und wir sind mal wieder beim Thema Rechnerstrukturen und Betriebssysteme. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ist ja alles ein bisschen spannend zurzeit. Und ja, wir gucken mal. Wir haben heute ein paar Themen, die sind gewissermaßen relativ ähnlich zu dem, was wir letztes Jahr am Ende hatten. Vielleicht brauchen wir deswegen mal nicht ganz so lange. Aber wie immer gilt, ich bin ja auch für eure Fragen da. Insofern gucken wir, wenn wir die Zeit brauchen, brauchen wir die Zeit. Hauptsache, ihr lernt was und ihr kommt besser mit den Aufgaben zurecht. Wir gucken uns als erstes einmal an, wie sieht das eigentlich aus bei diesem Thema BDD oder Binary Decision Diagram, binäres Entscheidungsdiagramm. Und wie kommt man von da aus dann weiter auf ein ja, reduziertes Diagramm oder ein ROBDD, Reduced Ordered Binary Decision Diagram? Es gibt ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wenn wir irgendwie ein Diagramm haben. Es kann halt sein, wir haben eine Variable, die beispielsweise nennen wir sie jetzt einfach einmal Y. Die kann mehrfach vorkommen. Und dann kann es halt eben sein, dass in diesem Diagramm die Kinder von diesen Knoten, dann zeige ich das hier beispielsweise alles auf 1 und mal nicht vergessen. Und hier zeigt das Ganze alles auf 0. Und dann haben wir die gleiche Variable, die zeigt, ich deute das mal mit anderen Pfeilen an, die deutet auch bei 0 oder beispielsweise eben bei einer der beiden Entscheidungen, in dem Fall jetzt halt bei 0, deutet die dann auf den Wert 1. Und bei der anderen Variante bei 1 würde sie auf den Wert 0 deuten. Das heißt, wir könnten in dem Baum etwas haben. Wir haben den gleichen Knoten, also eine Variable drin, die dann zweimal die gleichen Kinder an sich hat als Nachfolge. Also ihr seht hier, genau diese eine Variable mit genau bei 0 geht es zu 1 und bei 1 geht es zu 0 und hier Variable, genau die gleiche Variable, das ist das Wichtige, dass wir über die gleiche Variable reden. Die gleiche Variable, bei 0 geht es zu 1 und 1 geht es zu 0. Und dann spricht man auch davon, dass das eben insofern ähnlich ist, dass wir da eine Isomorphie vorliegen haben. Das aber mehr am Rande wichtig ist, dass wir dann halt reduzieren dürfen und das Ganze. Naja, meistens kommt ja irgendwas von oben. Das sollten wir jetzt etwas anders darstellen. Also irgendwas kommt dann ja. Wir kommen irgendwie zu den Variablen. Also durch die Ähnlichkeit dürfen wir das Ganze reduzieren. Wir dürfen die Verknüpfung entsprechend umlegen. Dann müssen wir aber auch uns um die eingehenden Kanten kümmern. Also, wenn ich jetzt sage, meinetwegen, das hier links ist jetzt mein Y-Strich, also das, was über ist, und dann würde ich das rausnehmen, dann muss ich bei meinem Y, was ich behalte, nicht nur meine eingehende Kante behalten, die ich schon habe, sondern dann würde auch noch die eingehende Kante dazukommen, die ich jetzt von dem anderen übernehme. Und ich würde dann aber eben hier von meinen den entsprechenden Kindern würde ich da entsprechend das weiter behalten. Ich habe einmal die Möglichkeit, bei dem Wert 1 dann hier zur 0 zu kommen. Und bin irgendwie noch nicht ganz warm. Es sind so ein bisschen hässliche Pfeile heute. Ich bitte um Entschuldigung. Und bei dem Wert 0 zu 1.
So, also das wäre halt die eine Möglichkeit, wann man reduzieren darf, beziehungsweise muss, denn ein ROBDD heißt, man hat diese Reduktion so häufig durchgeführt, bis sie nicht mehr durchführbar ist. Also wenn sie nicht mehr nicht durchgeführt werden darf, dann ist die eine Hälfte der Reduktion erfolgt. Es gibt nämlich noch eine zweite Variante, wann man was reduzieren darf. Und die ist vielleicht noch ein bisschen anschaulicher. Das ist dann quasi eine Überbrückung. Also wir haben einen Knoten, dessen zwei Endpunkte eindeutig identisch sind. Also als Beispiel wäre das dann jetzt, wenn ich wieder, wenn ich jetzt einen Knoten, nennen wir ihn Y-Strich, habe und ich mache das mal auf einer neuen oder mache das mal hier daneben irgendwie. Ich brauche hier mal gerade ein bisschen Platz. Also, ich habe einen Knoten Y-Strich in meinem Diagramm. Ich komme von oben irgendwie da ran. Und die Kinder von dem Y-Strich sind beides Y. Also beispielsweise sowohl über den Weg 0 als auch über den Weg 1. Dann würde ich sagen können, dann würde ich halt hier sagen können, okay, hier, ich habe einen Knoten, beide Kinder führen oder beide Wege danach, die Nachfolger führen zum gleichen Ergebnis. Dann darf ich dieses Y-Strich quasi überbrücken. Und das würde dann dazu führen, dass ich quasi von jetzt weiter oben, jetzt fehlt mir hier quasi der Ausgangspunkt, dass ich also quasi zweimal direkt zu Y gehen würde. Ja, und das Y-Strich würde hier wegfallen. Das ist die zweite Sache, wo reduziert werden muss. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ganz links ist, also das, genau, das hier ist das Y-Strich in dem Fall. Und das hier rechts ist das Y. Und wir würden das Y-Strich würden wir wegnehmen. Wir hätten auch von Y, also auf Y-Strich dann alles umbiegen können. Also, wichtig ist halt, wir biegen die eine Hälfte oder eins von beiden auf das andere um. Und dadurch reduzieren wir das und haben quasi kein. Ja, kein Overhead mehr. Deswegen heißt es ja auch reduziert, dass wir halt eben versuchen, da möglichst viel rauszukriegen. Okay, das also zur Vortheorie bei dem Ganzen. Das ist nämlich, glaube ich, nicht so ganz ausführlich erklärt oder ich glaube gar nicht erklärt in den Folien. Wenn wir jetzt einen BDD haben, also beispielsweise diesen hier, wir haben x0 als Wurzelknoten. Und von dort aus geht es nach x1 auf der einen Seite. Dann können wir hier ein Blatt haben, 1. Hier unten geht es nochmal über x3, weiter zu 1 und 1. Und auf der rechten Seite von x0, beim Wert 1, geht es erstmal zu x2. Und dann können wir hier noch zu x3 kommen. Hier unten die Werte 1 und 1. Und dann hier rechts von x2, dann geht es da nochmal irgendwie zum Ergebnis 0. Das könnte jetzt eben auch so ein BDD sein. Und habt ihr da eine Idee, was wir da vielleicht jetzt machen könnten, basiert auf dem, was wir eben gelernt haben, wo wir da was reduzieren dürften? Genau, da können wir rangehen. Also wenn wir nochmal zurückgucken, wir gehen hier immer zu 1. Das ist ja quasi sowas hier wie das linke auch mit diesem, wir gehen irgendwie immer auch zum gleichen Wert.
Das heißt, wir können hier die x3 rausnehmen und würden dann also sagen, wir gehen einen Schritt weiter, dann so, das muss ich auch mal ganz kurz ein wenig malen. Ihr achtet bitte darauf, dass ich mich nicht vermale. Also das x2 bleibt. Wir haben hier immer noch die 1 mit 0 als Blatt. So, genau. Jetzt sind wir hier an der Stelle, wo wir eben zu x3 gekommen sind. Jetzt haben wir halt gesagt, okay, wir kommen von x3 immer zum Wert 1. Das heißt, die Variable x3 und die Unterscheidung, ob wir da 0 oder 1 haben, das ist hier irrelevant. Das heißt, wir dürfen an der Stelle dann das überbrücken und gehen dann direkt hier in dem Fall zum Blatt 1. Ja, also dieser ganze Teil fällt dadurch raus. Und auf der linken Seite machen wir das Gleiche nochmal. Genau, also ich wollte das eben schon fast wieder reinmalen. Die x3, also die x3 wäre jetzt hier an der Stelle gewesen, führt immer zu 1. Das heißt, wir würden das hier tatsächlich rausnehmen dürfen. Das wäre ja quasi das Erste, was wir hier machen können. Wir sind tatsächlich noch nicht ganz fertig. Oh, ich habe natürlich vergessen. Genau, wir können jetzt auch das x1 rausnehmen. Ich habe hier eben gerade vergessen, das Blatt noch zu übertragen. Genau, dadurch, dass wir hier unten gekürzt haben, also das ist dann eben das Spannende bei der Reduzierung. Es kann halt sein, dass wir weiter irgendwie dadurch was erzeugen, wo wir neu reduzieren dürfen. In dem Fall hier tatsächlich bei x1. Das heißt, wir würden oben das x0 behalten. Würden hier das x1 überspringen und direkt zum Blatt 1 gehen. Oder Blatt mit dem Wert 1 gehen. Auf der rechten Seite haben wir noch unser x2. Mit einmal hier mit dem Blatt 1. Und dem Blatt 0. Okay. Das sieht ja schon mal nochmal deutlich kleiner und schöner aus. Kann man vielleicht noch etwas machen an der Stelle? Irgendwas, was euch anspringt, wo ihr sagt, ja, aber irgendwie, das kann man vielleicht auch noch reduzierter aufschreiben. Genau. Das ist also jetzt eben quasi so ein bisschen, das sieht zwar erstmal aus wie in zwei verschiedenen Teilbäumen, aber hier haben wir das eben, dass wir über, ja, über einen Weg, in dem Fall. Nee, was wollte ich gerade sagen? Ja, nee, nicht ganz. Also wir können es nicht ganz wegstreichen. Ich glaube, du hast gerade wegstreichen gesagt.
Was wir aber machen können, was wir sehen, ist, dass wir hier zu dem gleichen Blatt kommen. Und bei den Blättern dürfen wir auch noch mal gucken, was wir zusammenfassen können. Und mit unseren Blättern hier sehen wir, dass das eben beides die Eins ist und können da entsprechend das auch auf die Eins zusammenführen. In der Regel ist es halt dann auch so, dass so ein ROBDD am Ende auf die zwei Blätter 1 und 0 hinausführt. Also wir haben ja gesehen, hier am Anfang haben wir ganz viele Blätter gehabt, die entweder 1 oder 0 als Wert hatten. Beim ROBDD im Ergebnis am Ende hat man dann eigentlich nur einmal eine 1 und einmal eine 0. Zumindest wenn wir vom binär, also wenn wir rein binär sind. So, und das hieße also, wir könnten hier sagen, okay, wir haben hier ein Blatt 1. Und da können wir zum einen direkt von x0 hinkommen. Aber es kann halt auch sein, dass wir von x0 erstmal mit dem Wert 1 zu x2 gehen. Und dann von x2 halt beim Wert 0 zu 1 kommen. So, wir können das halt eben hier nicht ganz, ne, rausstreichen, weil wir haben ja noch die Möglichkeit, dass wir auf der anderen Seite von x2 auch über den Pfeil, also mit dem Wert 1, dann zum Blatt 0 kommen. Das wäre dann unser Ergebnis, das wäre dann unser ROBDD, angefangen von dem, was wir hatten. Also, wie wir es eben gemacht haben, müsstet ihr halt eben schauen. Wo habt ihr was, wo es auf das Gleiche führt? Was kann man da reduzieren? Teilweise eben gleiche, also wir hätten auch ein bisschen anders zusammenfassen können, wir hätten auch gucken können, wir haben hier irgendwie auch die, naja, man sieht hier irgendwie auch schon, wir haben hier x3 irgendwie zweimal genau mit gleich dargestellt. Wir hatten es jetzt erstmal hier zusammengefasst, wir hätten auch irgendwie sagen können, dass wir den Pfeil hier beispielsweise, der auf x3 zeigt, hier unten, dass wir den umbiegen könnten auf das x3 hier links. Dann hätten wir, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich meine, wir müssten am Ende wahrscheinlich aufs Gleiche gekommen sein. Genau, das ist halt eben das, wo man gucken muss. Also wie hier, vielleicht nicht ganz so hübsch dargestellt, schauen, wo haben wir quasi, dass wir direkt auf das Gleiche kommen. Oder wo haben wir vielleicht an verschiedenen Stellen im Baum, aber halt doch sehr eindeutig mit den gleichen Nachfolgekindern, dass wir das zusammenführen dürfen. Genau, das ist also der Weg von dem BDD zum ROBDD. Es ist dann in Aufgabe 8.1b auch noch daran gefragt, dass ihr einen Entscheidungsbaum, einen vollständigen Entscheidungsbaum machen sollt. Was heißt vollständiger Entscheidungsbaum in dem Fall? Wisst ihr das? Ja, der war ausführlicher, genau. Im Endeffekt ist das ja alle Variablen, alle Wege aufgeschrieben. Und ich habe das mal so ein bisschen angedeutet. Wir hätten also, würden anfangen mit unserer ersten Variable. Das wäre meistens, wenn wir jetzt hier irgendwie mit x0 liegt, 1, x2, 3 und 4 reden, würden wir mit x0 anfangen. Würden dann jeden der beiden möglichen Wege aufschreiben. Das wäre dann eben mit 0 und 1. Und dann würden wir die nächste Variable nehmen. Und wenn dann das in der Reihenfolge das x1 wäre, dann würden wir dafür jeweils die beiden Möglichkeiten aufschreiben. Und falls wir dann noch weitere Variablen haben, noch nicht bei den Blättern sind, dann würden wir hier quasi x2 machen und wieder links und rechts die Möglichkeiten. So, bis wir alle aufgeschrieben haben. Also wenn wir quasi x0, x1, x2 hätten, dann würden wir 1, 2, 3 Ebenen mit Knoten haben und in der vierten Ebene die Blätter. Und an den Blättern müssten wir dann halt entsprechend dann eintragen, ja, was da für Werte sind. Und welche Werte das sind, die können wir entweder aus dem BDD ablesen, was ja auch schon eine verkürzte Form des Schreibens ist. Oder auch aus unserem ROBDD,
Auch da würden wir ja gucken können, naja, okay, alles, wo wir von x0 zu 0 gehen, über die 0 gehen am Anfang, landet hier bei der 1. Und dann würden wir halt schauen, okay, das heißt, alles, was hier diesen Pfad runtergeht und dann am Ende irgendwo in einem Blatt endet, alle diese Blätter hätten dann den Wert 1. So würde man einmal durchgehen. Genau, das ist eigentlich schon das, was an der Stelle das Spannende ist. Und umgekehrt kann man natürlich auch sagen, wenn man jetzt eine Funktionstabelle daraus ablesen soll, naja, ihr wisst ja, Funktionstabellen x3, x2, x1, x0 auf der einen Seite als Eingabewerte, f als Ausgabewert. Und dann würde man halt gucken, okay, x3, x2, x1, x0, welchem meiner Pfade entspricht das? Da muss man ein bisschen gucken, welcher das genau ist. Und welches Blatt kommt als Wert unten raus? Das wäre dann mein f. Gut. Ja, von Funktionstabelle, wenn davon gesprochen wird, dann ist das eigentlich immer, dass es darum geht, wir haben für eine Funktion Eingabewerte und Ausgabewerte. Und klassischerweise ist es halt meistens bei den in den Übungen, wir haben halt irgendwie hier x3, x2, also ich hatte ja jetzt hier x0, x1, x2, x3, das waren meine Variablen. Dann würde ich das entsprechend so aufstellen: x3, x2, x1, x0. Ausgabe, ja, ich gucke mal ins Aufgabenblatt. Aha, gegeben sei das folgende BDD einer boolschen Funktion f. Also da steht dann irgendwie schon, wie die Funktion heißt. Sie könnte ja auch g heißen oder so. Das ist an sich ist relativ egal, wie eine Funktion heißt, solange man das irgendwie durchgängig immer gleich benennt. Also für mein ROBDD, ich habe x0 bis x3, f wäre mein Ausgang und dann würde ich halt eben anfangen, dieses typische 4 Nullen und dann weiter halt mit 3 Nullen und einer 1, um halt alle möglichen Eingangsbelegungen durchzuspielen und dann dafür zu gucken, was kommt am Ende raus. Und ne, hier hatte ich halt eben ja schon gesagt, aus dem ROBDD sehen wir schon, wenn ich hier x0 habe, mit dem Wert 0, dann komme ich bei einer 1 raus. Das heißt, hier würde ich dann als f1 eintragen. Und hier alles 0 bis auf x0. x0 ist 1. Das heißt, ich wäre hier, x0 ist 1 und x2 wäre 0 oder wäre ich auch wieder bei 1. Und müsste da halt dann einmal durchgehen. Ihr müsst halt ein bisschen aufpassen, weil die Reihenfolge hier natürlich nicht einfach von links nach rechts ablesbar ist im Binärdiagramm. Also müsst ihr ein bisschen auf die Reihenfolge achten. Also ihr müsst halt einzeln Stück für Stück durchgehen, damit ihr da nicht irgendwie was falsch zuordnet. Naja, es gibt ja immer zwei verschiedene Möglichkeiten, Funktionstabellen aufzuschreiben. Die vollständige Funktionstabelle, da würde man jeden Wert durchgehen und wenn dann, wie jetzt in diesem Fall, ich hatte ja dann, ne, alles, wo x0 den Wert 0 hat, ist der Rest egal. Ich habe es hier halt aufgeschrieben für jeden einzelnen Wert. Ich hätte jetzt natürlich auch irgendwie das Ganze verkürzt aufschreiben können. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Don't Cares. Eine verkürzte Schreibweise, die ich an der Stelle aber jetzt vielleicht nicht empfehlen würde euch. Aber der Information halber und die verkürzte Schreibweise wäre für den Wert x0, 0 ist mir alles andere egal. Alle anderen brauche ich nicht extra betrachten. Also brauche ich da auch nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viele Zeilen das sind, dafür aufschreiben, sondern ich würde hier nur schreiben, immer wenn x0 den Wert 0 hat, ist egal, was alles andere ist, da kommt dann 1 am Ende raus. Das wäre die verkürzte Schreibweise. Aber ich würde euch tatsächlich nahelegen, dass ihr das komplett vollständig aufschreibt, also einmal die ganzen Werte einmal durchgeht. Beantwortet das die Frage?
Genau, also das hier mit dem, wo wir gar nicht über alle Variablen gehen bis nach unten, da ist es so, dass wir, naja, da ist durch den Ausgangsbaum schon eine gewisse Art an Reduktion drin gewesen. Also wenn ihr den, muss ich gerade mal gucken, wenn ihr den vollständigen Binärbaum aufbaut, dann würdet ihr ja auch quasi einen vollständigen Pfad haben an der Stelle. Nur in dem Fall, das war die falsche Richtung, nur an dem Fall ist es halt jetzt so, dass der BDD, der gegeben ist, auch schon reduziert ist und insofern hier auch gesagt wird, naja, wenn ich x0 den Wert 0 habe, x1 den Wert 1 habe, dann ist mir egal, was der Wert von x2 oder x3 ist. Alle möglichen Eingangsbelegungen von x2 und x3 führen auf den Wert 1. Also es darf nicht leer bleiben, das Feld in der Funktionstabelle, sondern man müsste halt alle möglichen Eingangsvariablen einmal durchgehen. Beziehungsweise in der verkürzten Schreibweise würde man auch hier dann tatsächlich ein Don't Care schreiben. Okay, so, und jetzt gucke ich hier nochmal, da ist noch eine Frage im Chat. Dürfen mehrere Pfeile auf ein X gehen? Also von den Reduktionsregeln ist es eigentlich unüblich, dass mehrere Pfeile auf ein X zeigen, also auf eine einen Variablenknoten. Was aber sein kann und vielleicht nicht so unwahrscheinlich ist in dem Zusammenhang, ist, dass mehrere Pfeile auf ein gleiches Blatt gehen, also auf 1 oder 0. Ja, das kann man sich auch noch mal ganz gut ja daran auch schauen. Die Reduktionsregeln für die Knoten basieren ja immer darauf, dass wir ja, wobei doch, wir könnten es theoretisch, könnten wir es hier haben, aber es ist eigentlich, wie gesagt, eher unüblich bei den, gerade bei den Aufgabenstellungen, die ihr habt. Also wir könnten durch die Isomorphie könnten wir da landen. Genau. Aber für euch hier tatsächlich eher der Punkt, mehrere Pfeile auf ein Blatt. Und ansonsten die Reduktion, wie wir sie auch schon gemacht haben. Gut, ich hoffe, damit haben wir das Thema so, dass ihr damit auch zurechtkommt. Wie gesagt, es taucht zweimal auf. Das eine Mal halt so, dass ihr mit dem BDD anfangt. Das andere Mal, dass ihr... Moment, wie war das? Ihr habt irgendwie... ja gut, ihr habt quasi eine Wahrheitstabelle oder ihr wisst irgendwie, wie was aufgebaut ist, bei welchen Variablen Eingangsbelegung man zu was kommt, und soll dafür einen vollständigen Entscheidungsbaum machen und dafür dann das ROBDD dazu. Gut. Ja. Okay, also das mit der Funktionstabelle, das hatte ich versucht hier so ein bisschen auch mit anzudeuten.
Wenn ihr den, im Endeffekt habt ihr ja als letztes den kompletten binären Entscheidungsbaum hier aufgebaut. Der geht dann über x0, x1, x2, genau, bei der Hausaufgabe nur bis x2. Bei mir würde er hier noch über x3 bis zu den Blättern gehen. Und eine Funktionstabelle muss immer alle möglichen Eingangsbelegungen enthalten. Und deswegen ist das Einfachste, einfach binär hochzuzählen in der Funktionstabelle. Also 0, 1, 2, also 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 1. Beziehungsweise, gut, klar, in der Hausaufgabe einen kürzer. Und dann habt ihr die Eingangsbelegung und würdet den Pfad entsprechend durchgehen. Da muss man natürlich einmal umdrehen. Jetzt würden wir halt schauen für das Erste. Das war das, was ich hier auch meinte. Wir hatten, haben hier, fangen bei x0 an, also gucke ich hinten. Ich gehe x0 den Weg 0, dann x1 den Weg 0 und x2 den Weg 0. Na, der wäre hier dann auch quasi links. Das heißt, in der Hausaufgabe würde ich dann hier landen und was dann halt im Entscheidungsbaum hier in dem Blatt steht, das wäre dann mein F. Genau, achtet einfach darauf, ihr fangt zwar an, die Variable mit dem höchsten Index zu schreiben als erstes, also würdet mit x2 anfangen, x2, x1, x0, aber ablesen aus dem Entscheidungsbaum müsstet ihr halt eben von rechts nach links durch die Variablen durchgehen und dann einfach ganz in Ruhe jeden Pfad dann folgen, so wie ihr die Belegung habt. Bei welcher Belegung? Das F hier, ja, weil wir geguckt haben, also das ist ja erstmal nur das Beispiel hier und hier fehlen mir gerade die Blätter. Ich hatte deswegen eben mit euch einmal hier im ROBDD geguckt, wo im Endeffekt genau die gleichen Wahrheitswerte dahinter stecken. Es ist nur reduziert aufgeschrieben. Und wenn ich das Ganze aufklappen würde und meinen Baum zu Ende schreiben würde, dann steht hier am Ende ein x2, dann steht hier nochmal ein x3, was hier irgendwie weitergeht. Und halt, jetzt war es falsche 0. Dann hätte ich hier den Wert, die Kante 0, hier die Kante 0 und mein Blatt wäre hier der Wert 1, weil eben mir mein ROBDD schon sagt, wenn ich x0 den Wert 0 habe, dann komme ich auf jeden Fall bei 1 an. Das heißt, ne, wenn ich hier links reingegangen bin, dann müssen alle Blätter, die hier in diesem Teilbaum sind, die müssen alle am Ende 1 heißen. In dem Fall bei dem Beispiel hier. Da kommt das her. Gut. Jetzt alle Fragen geklärt oder noch irgendwas offen an der Stelle? Wie bitte? Wenn x0, 0 wäre, x1, 0 und x3, 1. Habe ich das richtig verstanden? Genau, auf dem Weg wäre x2 nicht wichtig. x0, x1, x3. Also wenn x0 den Wert 0 hat, x1 den Wert 0 hat, dann überspringen wir hier tatsächlich schon x2, und es ist nicht wichtig, welchen Wert x2 hat. Und wir gucken dann nur noch, was wir bei x3 haben,
bei dem, was du eben meintest, x3 den Wert 1, dann würden wir hier nach rechts gehen und auch bei der 1 kommen. Gut, dann würde ich mal versuchen, wir gehen mal einen Schritt weiter. Und zwar etwas ähnlich zu dem, wie es in der Hausaufgabe ist. Wie ist denn das eigentlich, wenn wir einen Aufgabentext haben, der uns sagt, hey, ich beschreibe mal irgendwas, irgendeine Maschine, irgendeine Technik, irgendeinen Automaten und daraus soll eine Schaltung generiert werden. Eine Schaltung über dem Umweg, dass wir eine Funktionstabelle aufstellen sollen, eine Minimierung machen sollen und dann eine Schaltung dazu bauen sollen. Ja, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, was ich irgendwie ganz gerne mag. Ich war eine ganze Zeit mal im Robocop aktiv und irgendwie, weiß ich nicht, die Fußballroboter mag ich halt immer noch irgendwie als Beispiel. Also wir stellen uns vor, wir haben einen Fußballroboter mit einem LED-Kreis auf dem Bauch. Und dieser LED-Kreis, der blinkt immer dann, wenn der Roboter selber ein Tor geschossen hat oder der Gegner hat ein Tor geschossen und es war ein Eigentor. Ich weiß, ist nicht ganz nett, aber ist halt so jetzt definiert. Oder es wurde ein Foul begangen und es gab kein Tor. Sicherheitshalber ist auch noch definiert, Situationen, die sich im normalen Fußball ausschließen, führen, normalen Fußball ausschließen, die führen zu einem undefinierten Zustand, also so ganz typische Dinge wie der Roboter kriegt als Eingangssignal irgendwie die Info, es gab ein Eigentor, aber irgendwie ist kein Tor gefallen, weil weder man selber noch der gegnerische Roboter das geschossen hat. Wir haben nur zwei Roboter. Ja, oder sowas wie zwei Tore gleichzeitig. Das geht halt irgendwie auch nicht. Es gibt nur einen Ball, der kann nicht gleichzeitig in beiden Toren landen. Wir haben vier Eingänge für die Schaltung. X0, Tor durch den Roboter selber. X1, Tor durch gegnerischen Roboter. X2, ein Eigentor liegt vor. Und X3, ein Foul wurde begangen. Also wäre jetzt quasi die Idee, wir sollen eine Hardware, eine Mini-Hardware erstellen, eben durch die Schaltung, die wir dann als letzten Schritt machen. Eine Mini-Hardware, die ansteuert, wann dieser LED-Kreis blinkt, abhängig von den Signalen, die der Roboter kriegt, zum Beispiel in dem, weiß nicht, aus der Bildauswertung des Roboters oder so. Genau, so könnte halt irgendwie eine Textaufgabe aussehen. In der Hausaufgabe habt ihr Entwurf einer Schaltung. Da heißt es dann irgendwie mit den Motoren, die bestimmte Leistungsaufnahme haben. Und da ist dann ein wichtiger Punkt, okay, die Motoren können ja alle an sein oder nicht an sein zu unterschiedlichen Punkten. Und immer wenn die Leistungsaufnahme größer gleich 6 kW ist, dann soll der Ausgang den Wert 1 annehmen. Das heißt, da müsste man halt eben zusammenrechnen. So. Naja, es kann ein Tor gefallen sein, was der Roboter selber gemacht hat und ein Eigentor war. Es kann aber auch ein Eigentor dann vorliegen, wenn der gegnerische Roboter ein Tor geschossen hat. Dann würde der Roboter zwar ein Tor geschossen haben, aber leider ins eigene Tor. Vielleicht kleiner Fun-Fact am Rande, oder Fun ist es eigentlich nicht so ganz, aber so bei den fußballspielenden Robotern im Robocup kann es halt sein, dass der Roboter die Orientierung verliert. Das ist mittlerweile natürlich besser geworden, aber gerade in den Anfangsjahren war das relativ schwierig. Und wenn er die Orientierung verloren hat, hat er vielleicht geglaubt, er schießt auf das richtige Tor, aber leider war es dann doch das eigene und dann kann er halt auch mal ein Eigentor schießen. Gut, genau, wir sollen eine Schaltung, also im Endeffekt
Vorgehen soll jetzt äquivalent sein, wie auch in Aufgabe 8.3 beschrieben. Wir wollen irgendwie in Richtung einer Schaltung kommen. Das heißt, wir brauchen eine Funktionstabelle. Wie würde denn die Funktionstabelle dafür aussehen jetzt? Also zumindest von der Beschreibung mal so beschrieben, das Ganze. Genau, also auch hier kein Hexenwerk, so wie wir es eben schon grob beschrieben haben. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir würden die Eingänge einmal aufschreiben. In dem Fall haben wir vier Eingänge: X3, X2, X1, X0. Unser Ausgang, ich weiß gar nicht, habe ich das hier eigentlich drin definiert? Eventuell habe ich das tatsächlich vergessen. Ich sage jetzt einfach mal, dass es F ist. Achtung, in der Hausaufgabe ist es nicht F, da heißt der Ausgang anders. Steht aber auch im Aufgabentext. Und genau, dann alle möglichen Eingangsbelegungen. Und dann müssten wir das Ganze einmal durchgehen. Also gucken wir uns mal an hier. 0, 0, 0, 0. Was? Oder vielleicht erstmal anders, einfacher gesagt, von der Beschreibung des Ganzen. Gibt es irgendwas, was wir relativ schnell durchgehen könnten? Immer so ein bisschen mühselig, wenn man jede einzelne Eingangsbelegung sich angucken muss. Gibt es irgendwie was, wo man relativ schnell sagt, ne, immer wenn das da an ist, dann, wenn ich darauf gucke, dann weiß ich, da kommt eine 1 raus. Okay. Okay, also ich könnte so ein bisschen gucken, da wo x01 ist, da ist, das sage ich mal ganz vorsichtig, die hohe Chance da, dass auch am Ende eine 1 rauskommt. Außer es gibt irgendwie was, irgendwas, was dem entgegenspricht. Also beispielsweise gerade die Definition mit zwei Tore gleichzeitig, das geht irgendwie nicht. Also kann ich halt durchgehen und hier gucken. Hier, zweite Zeile ist nur x01. Das heißt, der Roboter selber hat ein Tor geschossen. Da spricht dann nichts gegen, dass er sich drüber freuen darf. Oder es zumindest irgendwie kundtun darf, ob er sich jetzt bei allem freut. Hier kann man sich auch drüber streiten. Dann gucken wir uns das nächste an. In der vierten Zeile, x0 hat den Wert 1, aber x1 hat auch den Wert 1. Das heißt, es wäre ein Tor durch den Roboter selber gefallen und ein Tor durch den gegnerischen Roboter. Das wären irgendwie zwei Tore gleichzeitig. Da sind wir bei dem, wo wir eben nochmal gucken müssen, wie hier beschrieben, das ist eines der Beispiele, zwei Tore gleichzeitig. Das führt zu einem undefinierten Zustand, weil dann nicht ganz klar ist, wo die Schaltung am Ende landet, was sie dann tut. Und in dem Fall hieße dann undefiniert, das würden wir auch dann mit einem Stern darstellen. Das habt ihr in der Hausaufgabe nicht, in der Hausaufgabe keine Panik, habt ihr nur 0 und 1 als Ergebnis, das ist eindeutig. Aber wenn halt irgendwie definiert gesagt werden würde, bei irgendwas kommen wir in undefinierten Zustand, dann setzen wir einen Stern hier. Okay, wir gucken weiter. 0101, 01, das hieß ein Eigentor und der Roboter hat einen Tor geschossen. Ja gut, er würde sich auch freuen. Ist ja auch schön, er freut sich, es ist überhaupt ein Tor gefallen von ihm. Auch wenn es kein, auch wenn es für die gegnerische Mannschaft zählt. Eigentor liegt vor, okay, das kann man jetzt natürlich so ein bisschen
sehen, wie man will, aber Eigentor ist ja mehr so eine Zusatzeigenschaft. Ist das jetzt ein Eigentor oder ist da einfach nur halt ein Tor von einem der beiden Roboter geschossen worden? Ja, und in dem Fall, genau, eine von beide, entweder halt der Roboter, den wir uns angucken, oder der gegnerische Roboter. In dem Fall hat halt der eigene Roboter geschossen, nur leider halt eben in das eigene Tor. Das ist dann halt der Punkt. So, wir gucken ein Stück tiefer. Das nächste wäre hier 0111. Ist ähnlich wie eben, allerdings sehen wir hier x1 und x0 gleichzeitig. Das heißt, wir haben wieder das Problem, zwei Tore gleichzeitig per Definition, also undefiniert. Wir können weiter gucken, was haben wir hier noch? X0, der Roboter hat ein Tor geschossen und es wurde ein Foul begangen. X3 ist irgendwie auch an. Was hatten wir hier gesagt? Ein Foul wurde begangen. Na gut, es schließt hier nichts aus. Von der Beschreibung gilt dann einfach, der Roboter hat selber ein Tor geschossen. Klar kann ein Foul begangen worden sein, das interessiert ihn nicht. Hauptsache, das Tor ist drin. Und dann haben wir noch 1011. Wieder also 1 und 1. Einmal auf Stern. Da steht es. Okay, die Nachfrage ist, aber da steht doch, Foul wurde begangen und es gab kein Tor. Genau, das ist aber eine andere Bedingung. Also, das ist halt eben der Punkt. Ihr müsst halt eben gucken, was heißt, was, wann kann irgendwie sowas erfüllt sein. Für die diesmalige Aufgabe, ich betone das mal ganz vorsichtig, diesmalige Aufgabe, weil ich weiß halt nicht, ob nächstes Mal noch was kommt. Und ich weiß, ich bin mir andererseits allerdings ziemlich sicher, dass irgendwas davon in der Klausur kommt, weil diese Art Aufgabe irgendwie so typisch dafür sind. Da kann es halt eben auch sein, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, auf die Signal erzeugt werden kann oder ein Ausgangssignal 1 erzeugt werden kann. Ja, also das hier ist dann halt einfach eine andere Möglichkeit. Es gibt diese drei Möglichkeiten, wie man auf den Ausgang 1 kommt. Es gibt gleichzeitig allerdings die Einschränkung, das sind diese drei und das wäre dann nur Situationen, die sich im normalen Fußball ausschließen, wie ein Eigentor, obwohl kein Tor gefallen ist als Info, oder zwei Tore gleichzeitig. Und im normalen Fußball spricht jetzt erstmal ja eigentlich nichts dagegen, dass, Moment, wo waren wir hier? Hier an der Stelle, dass ein Foul begangen wurde und man gleichzeitig ein Tor geschossen hat. Das kann sein, dass das Tor nicht gewertet wird. Das stimmt, das wäre eine andere Möglichkeit, aber erstmal grundsätzlich kann diese Situation vorkommen. So. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wo war ich jetzt hier unten? X3, X2. Ein Foul wurde begangen, ein Eigentor liegt vor, aber auch ein eigenes Tor wurde geschossen. Das heißt, der Roboter hat selber ein Tor geschossen. Gut, dass es ein Eigentor war, ist ja für ihn egal. Und dass es ein Foul nebenbei war, ist auch egal. Wir kommen bei einer 1. Und am Ende haben wir noch mal alles 1. Aber wichtig ist hier, dass zwei Tore quasi als Eingangssignal kommen, nach dem Motto, der andere hat gleichzeitig getroffen und der eigene Roboter hat getroffen. Das geht nicht, also würden wir hier nochmal ein Don't Care setzen. So, die eine Hälfte haben wir durch. Jetzt gucken wir uns nochmal an. Viermal die Null. Es ist also kein Tor geschossen worden. Es liegt auch kein Eigentor vor und es wurde kein Foul begangen. Was würde da jetzt als Ergebnis beim F stehen? Ja, das ist relativ simpel, genau. Das ist dann einfach 0. Da macht der Roboter nichts. Total langweilig. Dann zweite Möglichkeit. Müssen wir nochmal gucken. Was haben wir hier?
Ich muss leider mal so ein bisschen hin und her blenden, also dass wir uns dann nochmal erinnern. Also der blinkt, wenn Roboter selber Tor geschossen hat oder Gegner hat Tor geschossen und es war ein Eigentor, also Eigentor des Gegners. Oder Foul wurde begangen und es gab kein Tor. Nach dem Motto, ich will den Schiedsrichter darauf aufmerksam machen, hier ist ein Foul, vielleicht kann ich dann ja einen Elfmeter kriegen. So, dritte Zeile, 0-0-1-0 heißt also für uns ein Tor durch den gegnerischen Roboter. Was machen wir mit dem LED-Kreis? Na, da machen wir 0, weil keine der drei Sachen hier ist erfüllt. Wir würden ja nur den LED-Kreis ansteuern, wenn der Gegner Tor geschossen hat und es ein Eigentor war. Also die zweite Bedingung. Okay, dann haben wir hier 0100, das ist X2, also ein Eigentor wurde geschossen. Die Nachfrage hier, also nur wenn wir quasi ein Tor kriegen. Ja, in der Regel, genau, also eigentlich, wenn wir ein Tor kriegen oder wenn wir uns durch diese Foulgeschichte ein Tor erhoffen. So, 0100. Es liegt ein Eigentor vor. Ja, das ist jetzt nämlich die gute Frage. Wir müssen eben gucken. Ich hatte das vorhin eben einmal gesagt. Vielleicht ist es zwischendurch auch runtergegangen. Wir haben zwei Roboter auf dem Feld stehen, also einen eigenen, einen gegnerischen Roboter, um das Ganze halt einfach zu halten. Im RoboCup übrigens sehr lange tatsächlich in der großen Klasse der Adult-Size-Roboter so gewesen. Also auch nicht so unrealistisch das Beispiel. Wenn wir jetzt das Signal kriegen, okay, es liegt ein Eigentor vor. Und aber es hat nicht der eigene Roboter geschossen und es hat auch nicht der gegnerische Roboter geschossen. Klingt das so, als ob das sein kann? Naja, das ist da, genau die Haupt, das mit dem, dass wir ein Tor haben, ist mehr das. Ist das, was so dahinter steckt, wann wir uns wirklich freuen. Aber wir müssen hier dann noch einmal gucken, das ist hier dieser Punkt, der hier auch nochmal aufgeführt ist. Wir haben ein Eigentor, aber kein Tor ist gefallen. Also wenn man nicht weiß, wem das Tor zuzuordnen ist, dann muss man sich die Frage stellen, ob das vielleicht ein falsches Eingangssignal ist, ein Fehler. Und die Software würde wahrscheinlich dann nicht weiter auswerten können oder die Hardware. Und deswegen ist das tatsächlich dann hier ein undefiniertes dann am Ende. Genau, ist leider ein bisschen schwierig, wie gesagt, mit dem hier hinter. Aber das, was ich halt euch damit sagen will, ist, achtet halt immer genau auch auf das, was in den Aufgabentexten ist. Manchmal denkt man sich, ach, ist doch eigentlich logisch, geht man durch. Ich weiß, es ist leider nicht immer ganz so einfach. Für die Hausaufgabe geht es noch ganz gut, weil man da einfach nur zusammenrechnen muss. Kann aber halt bei anderen Aufgaben auch manchmal sein, dass man ein bisschen mehr gucken muss, genau darauf achten muss, was steht da eigentlich. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Naja, genau, also wenn wir hier ein Eigentor haben, aber keiner der beiden Roboter es angeblich geschossen hat, dann ist das irgendwie eine Situation, die in dem normalen Spiel eigentlich nicht vorkommen kann. Zumindest wenn wir 1 gegen 1 spielen. Und dann gehen wir hier halt auf undefiniert. Weil das würde ja quasi bedeuten, dass der Schiedsrichter ein Eigentor geschossen hat oder sowas. Okay, ich schweife ab. 0110. Was hätten wir hier? Ein Eigentor liegt vor und es ist ein Tor durch den gegnerischen Roboter. Was meint ihr? Genau, das ist eine 1. Da würden wir uns freuen, denn der Gegner hat ein Tor geschossen, aber es war ein Eigentor. Das heißt, ein Punkt mehr für uns. Ah, ist das nicht schön. So, 1000. Das heißt, ein Foul wurde begangen. 1000, nur ein Foul wurde begangen. Was machen wir da als Ausgabe?
Nee, da machen wir auch eins, denn ein Foul wurde begangen und es gab kein Tor. Oder so ein bisschen auf das Beispiel ausgedrückt, würde es quasi sein, der Roboter versucht, auf sich aufmerksam zu machen, damit der Schiedsrichter vielleicht wegen des Fouls einen Elfmeter gibt oder sowas. Und ja, auch im Robocup bei fußballspielenden Robotern gibt es Schiedsrichter. So, 1-0-1-0. Was haben wir hier? Ein Foul wurde begangen und das ist ein Tor durch den gegnerischen Roboter. Ein Foul wurde begangen und es ist ein Tor durch den gegnerischen Roboter. Ich sehe schon im Chat die richtige Antwort. Es wäre 0. Weil es gab ja leider ein Tor, also es zählt das hier nicht mit, ein Foul wurde begangen und es gab ein Tor. Und Gegner hat Tor geschossen, der Teil würde stimmen und es war ein Eigentor, aber der zweite Teil nicht. Und das dritte war ja man selber, also das heißt, ein Foul und ein Tor durch den gegnerischen Roboter, da würden wir mit 0, würden wir den LED-Kreis nicht ansteuern, uns nicht freuen. Fragt mich nicht, warum wir da nicht den Schiedsrichter aufmerksam machen. Irgendwas musste ich definieren. Genau, zwei fehlen uns noch. 1-1-0-0, x3, x2. Das heißt, ein Foul wurde begangen und ein Eigentor liegt vor, aber wir haben kein Tor durch den gegnerischen Roboter und kein Tor durch den Roboter selber. Und da wieder genau aufpassen. Ne, das ist der Punkt mit, hier ist irgendwie, angeblich gab es ein Eigentor, aber es ist, keiner von beiden hat geschossen. Und insofern wären wir hier dann eben bei dem undefiniert. Und als letztes noch 1-1-1-0. Das heißt, ein Foul wurde begangen, ein Eigentor liegt vor und es ist ein Tor durch den gegnerischen Roboter. Ein Foul wurde begangen, ein Eigentor liegt vor und ein Tor durch den gegnerischen Roboter. Genau, das ist eins, denn es zieht in dem Fall das erste nicht, das dritte auch nicht, ne? Weil es wurde zwar Foul begangen, aber es gab ja ein Tor. Was aber zieht, ist die zweite Regel. Ein Gegner hat ein Tor geschossen und es war ein Eigentor. Das mit dem Foul ist dann eine irrelevante Information. Das heißt, da würde einfach eine 1 kommen. Okay, gut, jetzt, das war vielleicht nicht ganz so einfach, aber wenn ihr das halbwegs nachvollziehen konntet, kann ich nur sagen, die Hausaufgabe ist dann nochmal eigentlich einfacher und man gewöhnt sich dann auch so ein bisschen mehr daran. Wichtig ist immer nur bei dieser Art Aufgaben, lest euch bitte den Aufgabentext gründlich durch, weil sonst verschenkt ihr unnötigerweise Punkte. So, wir haben eine Funktionstabelle. Was sollte als nächstes gemacht werden? Genau, der nächste Schritt wäre also KV-Diagramm. Wir erinnern uns nochmal, wie sahen denn KV-Diagramme aus? Ach ja, das war ja dieses, in dem Fall vier Eingangsvariablen ist ein 4x4-Feld. Hätten wir nur drei Eingangsvariablen, dann würde der Teil hier unten. Ich brauche mal kurz eine andere Farbe. Hätten wir nur drei Eingangsvariablen, würde der Teil hier unten quasi wegfallen. Und das hier nicht. Das ist nämlich das, was ihr in Aufgabe 8.1 habt. Da habt ihr irgendwie nur drei Eingangsvariablen. Ist aber vom Prinzip das gleiche. So, aber wir haben vier Eingangsvariablen. Und insofern wäre es dann ein typisches 4x4-Feld. Es sollen.
Ich meine, glaube ich, beide gemacht werden. Ja, gut, es steht da nur, bilden Sie eine Minimalform. Das heißt, theoretisch könntet ihr euch das, glaube ich, sogar aussuchen. Genau, ihr könnt euch das aussuchen, ob DNF oder KNF. Und ich will jetzt gar nicht mit euch einmal nochmal komplettes KV-Diagramm machen, weil das hatten wir letztes Mal schon gemacht und vielleicht müssen wir heute mal nicht so viel überziehen oder nutzen die Zeit lieber für andere Fragen. Insofern, wenn ich das Ganze richtig gemacht habe in meiner Vorbereitung zu Hause, dann hätten wir am Ende folgendes Ergebnis aus der Minimierung bei der DNF, f von x, achso, na gut, mal eigentlich mal aufschreiben, x3, x2, x1, x0 hätte den Wert x0 oder x2 oder x3, nicht x1. Können das ja mal irgendwie gegenhalten, ob das irgendwie Sinn ergibt. Also an sich heißt das ja, wenn wir uns das hier anschauen, das, was da rausgekommen ist, dann, und wir gucken uns die Funktionstabelle rückwärts an, dann müsste an den Stellen immer jeweils eine 1 oder ein Sternchen sein, denn wir dürfen ja Sternchen auch schließlich in unsere Schleifen reintun. Also gucken wir x0. Ja, das war ja genau das am Anfang, wo wir einmal gesagt hatten, okay, wir an sich würde erleuchten, außer es gibt eben die Sondersituation. Und insofern sehen wir hier auch, dass wir immer, das ist ja jede zweite Zeile, 1 Stern, 1 Stern, 1 Stern, 1 Stern. Das sieht ganz gut aus für x0 oder x2 gilt. Das ist natürlich sehr interessant. Was war x2? Das haben wir uns gar nicht so angeguckt. Mal kurz wieder weg. X2 war ein Eigentor, liegt vor. Das heißt, diese 4, ja, da ist entweder Stern oder 1 und hier unten diese 4 auch Stern oder 1. Also tatsächlich für die Schaltung gilt bei immer, wenn ein Eigentor vorliegt, dann würde da zumindest erstmal Strom fließen in der Minimierung der Schaltung. Ist auch spannend. Gut, und das andere brauchen wir dann nicht im Detail. Also, damit hätten wir dann eine. Also das würdet ihr dann machen, KV-Diagramm, disjunktive Normalform oder konjunktive Normalform. Und dann kommen wir eigentlich zum spannenden Teil, das, was wir, meine ich, noch nicht so gemacht haben, nämlich wie wir daraus jetzt eine Schaltung bauen. Und insofern gucken wir mal, also unser Die Frage, welche Wand besser ist. Das ist gar nicht so eindeutig zu sagen. Ich habe jetzt leider natürlich die Beispiele von letzten Mal, Schrägstrich letzten Jahr nicht dabei. Aber es kann halt eben sein, dass man aufgrund der Variablenbelegung mit einer KNF das deutlich kleiner hätte. Oder es kann halt sein, dass man es mit der DNF deutlich kleiner hätte. Also zumindest mir. Ich kann ja nur von mir reden an der Stelle. Es ist da nicht bekannt, dass es irgendwie das eine besser wäre als das andere. Soll man zu beidem eine Schaltung machen und sich nicht für eins entscheiden? Also, wenn ich die Aufgabe richtig gesehen habe oder den Aufgabentext, sind wir wieder bei dem Text, Aufgabentext genau lesen, dann heißt es bei euch. Übertragen Sie die Funktionstabelle in ein KV-Diagramm, bilden Sie dort eine Minimalform und implementieren Sie diese mit Hades. Heißt für mich, ihr sucht euch jetzt eins von, also nicht jetzt, sondern ihr sucht euch zu Hause eins von beiden aus, macht entweder KNF oder DNF und dafür dann entsprechend dann die Schaltung dazu. Steht allerdings im Aufgabentext, vielleicht in der Klausur oder so, steht da, dass ihr da die in KV-Diagramme übertragen sollt und die Minimalform men, ne, also Betonung auf die Minimalform men bilden sollt, dann würde es bedeuten beides.
Aber da muss man immer gucken, was im Aufgabentext steht. Ich musste eben gerade auch ein bisschen schauen. Das ist so, weil in den Unterlagen, die ich hier habe, da sind halt irgendwie beide Varianten einmal drin. In 2b steht nur, minimieren Sie die Funktion. Genau, also auch da steht nicht eindeutig, was genau man sich aussuchen soll. Und insofern ist nach meinem Verständnis das so, dass ihr euch da aussuchen könntet, was genau ihr macht von den beiden. Okay, wir wollten eine Schaltung bauen. Unser F war x0 oder x2 oder nicht x1, x3. Zumindest hoffe ich, dass es das war. Ja, nicht x1, x3. Ja, Schaltung. Wer erinnert sich da an irgendwas, an Schaltung? Wie war das noch? Es gab so Linien, ne? Es gab so Linien, die auch übereinander gehen können. Also sowas ist irgendwie eine Leitung. Und weil man irgendwie um irgendwelche Bauteile rum will oder irgendwo rein will oder es hübscher machen will, kann das auch gebogen sein. Also wäre das auch in Ordnung, auch so eine Leitung. Was es nun auch geben kann, ist, dass Leitungen so übereinander laufen. Weil ich vielleicht hier irgendwie, weiß nicht, hier so anfange oder so und da reinkomme. Was ist jetzt hier mit den beiden Leitungen an der Stelle? Genau, also die würden einfach nur, das sind quasi Leitungen, die irgendwie übereinander liegen, aber voneinander getrennt sind, also quasi gegenseitig isoliert oder halt eben einfach nicht miteinander verbunden. Wenn man darstellen will, dass es eine Verbindung gibt und zum Beispiel dann ein Signal dann auch entsprechend weitergegeben wird, dann ist das so ein Punkt, so ein Bubble. Wenn ihr das in Hades macht mit den Schaltungen, dann seht ihr das auch oder dann habt ihr das dann auch entsprechend drin, wenn ihr von Hand eine Schaltung malt, weil das zum Beispiel in der Klausur notwendig sein sollte, dann müsstet ihr halt eben darauf achten, dass ihr deutlichen Unterschied macht zwischen Leitungen sind miteinander verbunden oder Leitungen sind nicht miteinander verbunden. Genau, das ist der eine wichtige Punkt. Dann, es gibt verschiedene Schaltsymbole. Wer erinnert sich an Schaltsymbole für Schaltungen? Also die, die auch in Hades genutzt werden. Na, der ein oder andere vielleicht schon Praktikum hinter sich? Ja, okay, genau, das Und-Gatter. Stecker, gut, so kann man es auch bezeichnen. Ich würde immer sagen, das ist so ein D. Wir haben den Ausgang und ja, zwei oder auch mehrere Eingänge. Also prinzipiell kann es halt auch mehr Eingänge geben als nur zwei. Das wäre das And. Und sehe auch schon im Chat klassisch beschrieben, genau, es gibt dann halt irgendwie auch sowas wie das Or. Also statt und haben wir auch das oder. Wie sieht denn das oder aus? Das Oder ist so ein bisschen, okay, ist ein bisschen schwieriger zu beschreiben. Das hat's. Oder ja?
Ja, so mondartig, fast mehr, ich würde mal fast mehr sagen, so wie so eine Pfeilspitze oder Speerspitze. Oder weiß ich nicht, vielleicht irgendwie der Star Trek Enterprise Communicator auf die Seite, kann das auch sein? Ja, nicht so ganz. Also mehr so eine Speerspitze. An der Spitze dann das Ausgangssignal und dann entsprechend auf der anderen Seite die Eingangssignale. Und ich glaube, es ist ziemlich üblich, wenn man das per Hand zeichnet, dass das meistens nicht so ganz hübsch aussieht. Ja, ist immer so ein bisschen schwieriger. Ein D für das And kann man immer noch etwas besser zeichnen. Also beim Ohr versucht es möglichst sauber zu zeichnen, wenn ihr das mal per Hand machen müsst. Und vor allem achtet darauf, dass ihr den deutlichen Unterschied zwischen And und Or habt. Also das And hat hinten den ganz klaren geraden Strich, das Or gebogen, weil die Spitzen selber kann man nicht unbedingt so gut unterscheiden. Und das wäre halt ärgerlich, sich da dann irgendwie zu vertun, vielleicht gar sogar selber dann sich damit durcheinander zu bringen. So, was haben wir noch gehabt? Ich habe gesehen, hier X-Or ist genannt worden. Okay. Wie sah das X-Or aus? Ja, sonst, also das nutzt man ja auch nicht so häufig, ne? Man kann so ein bisschen sich dran orientieren. Das X-Ohr ist relativ ähnlich zum Ohr. Das heißt, wir haben hier auch irgendwie dieses, na, dieses Speerspitzenähnliche etwas. Und dann haben wir hier diese Biegung mit etwas Abstand nochmal nachgezogen. Und da ist so ein Leerraum. Das ist so grob das X-Ohr. Also fast so ähnlich wie das Ohr, nur dass man eben hier nochmal diese Biegung einmal nachzeichnet und voilà, das darf nicht verbunden sein, da eben so eine Lücke ist. Okay. Dann habe ich hier auch noch gesehen diverse Varianten. NAND, NOR, XOR, also negiertes XOR. Ganz schwer auszusprechen. Nehmen wir vielleicht mal beispielsweise das NAND, um uns das einmal anzugucken, wie das dann eigentlich aussieht. Wie würde ich denn hier mit dem, was ich schon über das AND vielleicht weiß, wie würde ich denn da ein NAND draus machen? Genau. Genau, also ich habe da die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe mein normales Schaltsymbol, das AND, wie ich es kenne, und aber am Ausgang wird ein kleiner Kreis, wichtig, nicht ausgefüllt, also so ein leerer, da ist so eine Mitte leer, kleiner Kreis vorgesetzt. Das ist die Negierung des Schaltsymbols und damit habe ich dann auch das NAND. Das gleiche kann ich auch mit dem OR machen, dann hätte ich ein NOR oder mit dem XOR, dann hätte ich das negierte XOR. Also wenn ich den Ausgang negiere, dann durch diesen Kreis, dann habe ich entsprechend das negierte. Rein prinzipiell kann man das auch an einem Eingang machen. Also ich könnte jetzt sagen, ich habe beispielsweise so ein Symbol oder so etwas in meiner Schaltung. Dann wäre das ein AND an sich erstmal. Aber einer der beiden Eingänge vom AND wäre negiert. Und ihr seht schon, es kommt da so ein bisschen, wird da so ein bisschen schwierig, weil wenn ich das jetzt nicht ganz sauber gezeichnet hätte, ein bisschen zu klein vielleicht, dann würde man das kaum erkennen. Und deswegen sollte man so ein bisschen vorsichtig sein mit Negierung eines Einganges, einfach nur so einen Kreis dahin zu setzen. Und man macht es eigentlich eher deutlicher und negiert das mit einem entsprechenden Bauteil. Wisst ihr, welches ich meine?
Also was ist die Negation? Ja, okay, ja, das Dreieck. Genau, das hatte was mit dem Dreieck zu tun. Das ist nämlich einfach das Not. Mach das mal hier oben hin. Das Not kriegt ein Eingangssymbol, dann haben wir Eingangssignal, dann haben wir das Dreieck und das Dreieck hat vorne eben noch diesen Kreis drauf. Und das Not macht nichts anderes, als das Signal zu nehmen und es zu invertieren. Also wenn 1 reinkommt in das Not, dann kommt am Ende 0 raus und wenn 0 reinkommt, dann kommt am Ende eine 1 raus. Okay, damit haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles, was wir an Schaltsymbolen hier innen drin brauchen. Das sind eben die, die so wie sie auch von Hades dargestellt werden. Es gibt, wenn ihr in den werdet ihr in den Folien vielleicht gesehen haben, es gibt noch andere DIN-Normen. Natürlich sind die genauso auch oder andere Normen, die sind genauso an sich richtig. Aber da ihr das irgendwie mit Hades implementieren sollt, machen wir das natürlich jetzt auch mit denen, wie sie auch in Hades dargestellt werden. So, also ich will eine Schaltung bauen. Meine Schaltung soll beinhalten x0 oder x2 oder nicht x1, x3. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich jetzt anfangen könnte, meine Schaltung zusammenzubauen? Okay, also wir wissen, dass wir verschiedene Gatter brauchen. Wir wissen, wir brauchen ein Not, weil wir irgendwo hier was negieren. Wir wissen, wir brauchen irgendwie ein Oder-Gatter. Ich schmeiß das einfach mal. Ach nee, das ist kein Oder. Jetzt habe ich es fast wieder falsch gemacht. Ich mache es mal ein bisschen hübscher. Also wir brauchen ein Oder-Gatter. Okay. Liegt jetzt auf dem Tisch. Ein Not und ein Oder. Was brauchen wir noch? Genau, Eingänge sind auch wichtig. Eingänge in Hades werden irgendwie mit so komischen Fähnchen dargestellt. Das ist irgendwie hier so ein. So gerade und dann vorne hat das eine Spitze und das Ganze hat hier quasi so einen Kreis und der Kreis zeigt einem ja normalerweise auch an, ob der Eingang ein oder aus ist, wenn man das simulieren würde. Okay, wir brauchen 4 Eingänge, x0, x1. X2 und X3. Okay, jetzt haben wir 4 Eingänge. Was brauchen wir noch? Oder was müssen wir noch tun? Okay, Achtung, was können wir mit dem Oder verbinden? X0 können wir verbinden. Das geht. Genau, Achtung, das hier ist x2. Also x0 geht direkt in das Oder rein. Das heißt, das können wir da einmal reinschicken. Oder x2. Das können wir also auch relativ direkt da reintun. Okay, so, was können wir mit den weiteren Sachen machen? Mir irgendwie auch noch, hier steht ja irgendwie noch Oder, nicht x1, x und x3.
Genau, also wir müssen x1 noch negieren. Das heißt, das kommt hier in unser Not rein. Und dann auch richtig das nicht x1 und x3, das muss in ein AND. Da hat man gesagt, das ist so dieses Kreisding. Dieses Halbkreis oder D-ähnliche. Das heißt, da kommt mein nicht x1 und hier unten mein x3. Jetzt muss ich hier irgendwie ganz überschneidungsfrei, voilà, das war jetzt nicht so hübsch, nicht ganz so überschneidungsfrei rein. Also diese Leitung ist nicht verbunden, genauso wie es sein soll. Geht es hier einmal nur rüber. Und der Ausgang aus dem AND, das wäre dann halt auf der gleichen Ebene wie dieses Oder hier vorne. Das heißt, das kann ich auch in das Oder mit reintun. Genau, was vielleicht noch ganz sinnvoll ist, zu erwähnen an der Stelle, dass ihr darauf achtet, Leitung eigentlich immer, also Leitung rechtwinklig zu verlegen. So eine Leitung irgendwie von hier unten so quer rüber zu ziehen und dann hier weiter. Nein. Also immer rechte Winkel, wenn man es irgendwie abbiegt. Oder annähernd rechte Winkel. Und na gut, wenn man es per Hand zeichnet, dann kann es halt sein, dass man es nicht so ganz hübsch immer hinkriegt. Ansonsten lohnt es sich natürlich immer so ein bisschen Gedanken zu machen, wie man das hübsch und übersichtlich aufbaut, dass man möglichst wenig Überschneidung hat und möglichst wenig irgendwie hier diese Ecken da drin hat. So, die Frage, die hier noch im Chat ist, könnte man auch dann AND und OR nochmal in ein OR packen? Ja, grundsätzlich, ich weiß, was du sagen willst. Das wäre quasi das hier gewesen. Wenn wir sagen würden, wir hätten nur Bauteile mit OR mit zwei Eingängen, dann müssten wir genau so vorgehen, dass wir das quasi klammern, dass wir erstmal x0 und x2 in ein OR packen und das andere in ein AND und dann hätten wir hier hinten nochmal einen OR, wo dann einmal der Ausgang aus dem OR und einmal aus dem AND hinkommt. Ja, es ist ich weiß, es war früher mal etwas deutlicher definiert, wie viel Eingänge ein Bauteil haben durfte. Beziehungsweise es wurde dann irgendwie immer mehr so drauf geachtet, dass es dann hieß, na, eigentlich immer nur so zwei Eingänge. Aber das ist mittlerweile hier dann auch offener gestellt, dass ihr auch drei oder auch vier Eingänge haben könnt in euren Bauteilen. Theoretisch auch mehr. Du meinst hier die Reihenfolge? Hier links? Okay, genau, also an sich, ich glaube tatsächlich, was kann ich das immer an den Stellen? Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist es sogar in der Musterlösung einmal komplett umgekehrt. Also, dass man die einmal, ne, so x3 wäre dann hier oben, und dann x2 und dann x1, x0, also in einer anderen Reihenfolge, die aufgeführt. An sich für eine Schaltung ist das natürlich egal, wo genau man den Eingang setzt. Wenn es jetzt keine vorherigen Bauteile gibt, ne, also es ist ja, ihr müsst ja mal dran denken, eine Schaltung eigentlich geht ja davon aus, dass das Bestandteil von etwas Größerem ist. Und wenn wir dann hier irgendwelche Sachen weiter links haben und hier oben aus irgendeinem Bereich was kommt, wo x0, x1 rausfällt, dann wäre natürlich doof, wenn ich hier x3 als oberstes hätte oder umgekehrt. Dann müsste man halt eben gucken. Aber für diese einfachen Fälle, wie ihr sie in den Übungen habt oder vielleicht auch in der Klausur haben werdet, habt ihr einfach eure Eingänge und könnt davon ausgehen, die kommen da irgendwie an. Es ist meines Wissens nicht vorgegeben, wie genau man sie anordnet. Ich würde euch aber immer empfehlen, sie zu sortieren, also nicht durcheinander zu schreiben, nach dem Motto, okay, x0, x3, x1, x2 oder noch schlimmer irgendwas.
weil ihr damit das Risiko erhöht, dass ihr selber durcheinander kommt und auch derjenige, der es korrigieren soll, auch nicht so ganz glücklich damit wahrscheinlich sein wird. Macht es denen bitte einfach, macht es den Leuten, die eure Sachen korrigieren müssen, einfach und im Endeffekt macht ihr es damit euch auch einfach. Also dann vergesst ihr keine Variable oder benennt sie zweimal oder irgendwas, sondern schreibt sie einfach durchgängig in einem durch. So, wenn, was war hier noch? Die Frage mit Klammern wären es also nur zwei Eingänge. Das bezog sich, glaube ich, auf das, was ich eben dann gezeigt hätte. Also wenn wir das geklammert hätten, dann hätten wir jeweils nur zwei Eingänge an den Schaltgattern. Aber wir hätten halt eben hier noch einen oder. Das war genau der Punkt. Und dann halt auch damit zwei. Haben wir aber nicht an der Stelle. So, jetzt muss ich einmal gucken, wo waren wir hier? Ja, wir haben unsere Schaltung. Genau, das war eigentlich das an der Stelle. Ob ihr das einfach klammern könnt, ist an der Stelle jetzt hier eigentlich gar nicht vorgesehen, dass da irgendwie groß geklammert wird. Ich würde euch empfehlen, das jetzt nicht irgendwie groß umzuklammern, wenn das nicht in der Aufgabe gewünscht wird oder wenn halt sowas nicht explizit geschrieben wird. Also das, was ich halt sagte, wenn in der Aufgabe definiert werden würde, und ich benutze jetzt ganz bewusst den Konjunktiv, wenn da gesagt werden würde, ihr dürft nur Schaltgatter mit zwei Eingängen nutzen, dann müsstet ihr gucken, wie ihr das zum Beispiel mit Klammern macht. Habt ihr aber nicht, und insofern ist, nachdem, wie ich das hier sehe, sind auch drei oder auch vier Eingänge erlaubt für eure Schaltgatter. Gut, ich hoffe, damit könnt ihr auch dann kleinere Schaltungen machen. Also im Endeffekt ist es auch hier, wenn ihr mehr habt, also weil es irgendwie eine etwas größere DNF ist, einfach stückweise vorgehen. Wie wir auch gemacht haben, vielleicht sonst erstmal einen Überblick verschaffen, was brauche ich eigentlich, ne? Also ich brauche, okay, meine Variablen, die brauche ich irgendwie, meine Eingänge. Und, oh, eins haben wir vergessen, was fehlt uns? Eine Sache fehlt uns, Hilfe, ganz, ganz gefährlich. Wir sind gar nicht bei 100% der Punkten hier gerade. Es fehlt uns was. Wer kann mir sagen, was uns noch fehlt in unserem Schaltdiagramm? Richtig, der Ausgang. Uiuiui. Der ist fast genauso aussehend wie der Eingang, nur dass wir erst diese lustige Fahne malen mit dann entsprechenden diesem Kreissymbol, der da drin ist, und dann die Bezeichnung kommt. In dem Fall jetzt bei mir das F. In den Hausaufgaben bei euch hat der Ausgang anderen Namen. Genau, also da sieht man nur wieder immer schön aufpassen, dass man auch wirklich sauber arbeitet und nicht irgendwie was vergisst in dem Ganzen. Gut, das ist die eine Richtung, also damit kleine Schaltung. Ihr habt jetzt hier mit mir die erste gemacht. Ich denke, zu Hause werdet ihr das auch hinkriegen. Achtet vor allem nochmal darauf, ihr werdet wahrscheinlich deutlich mehr Leitungen haben, die übereinander gehen. Achtet darauf, dass das klar markiert ist, welche dann verbunden sind und welche nicht. Und dann einfach stückweise vorgehen. Also eben gucken, was habe ich an Eingängen, was habe ich an Ausgängen. So, und die Frage, in welcher Aufgabe muss man überhaupt das Schaltdiagramm zeichnen? Naja, es gibt zwei Aufgaben. Einmal in 8.2b, da steht, dass ihr die Funktion als Hardes-Schaltung erstellen sollt. Also ihr müsst jetzt nicht zeichnen, aber ihr müsst es als Hardes-Schaltung machen. Und das glaube ich gehört zu 8.3, 8.3b, auch da implementieren sie das Ganze mit Hardes. Sogar sehr freundlich, dass ihr das mit Hardes machen dürft, weil dann muss man nicht irgendwie so hässlich da in der Gegend rummalen. Aber denkt bitte immer daran, wenn eine derartige Aufgabe in der Klausur kommen sollte, und es kann da nur aus meiner Erfahrung sagen, es wäre fast verwunderlich, wenn da nicht irgendwas rund um mal eben eine kurze Schaltung zeichnen kommt,
Wenn da was kommen sollte, dann solltet ihr es auch im Zweifel per Hand machen können. Also gebt es als harte Schaltung ab, aber seid euch dann, macht das so, dass ihr dann das trotzdem auch per Hand machen könntet. Ja, 82b, genau, das ist jetzt hier nochmal die Nachfrage, was ich da jetzt meinte mit nicht zeichnen, aber als Hades machen. 82b ist genau der Aufgabentext. Minimieren Sie die Funktion, also die Funktion aus der Aufgabe vorher. Das war eine Schaltungsanalyse. Minimieren Sie die Funktion und erstellen Sie Ihre Funktion, also die minimierte Funktion in dem Fall, darauf bezieht sich das, als Hadesschaltung. Naja, ihr sollt das irgendwie als Hades ist ja das Programm, was auch fürs Praktikum benutzt wird und damit entsprechend dann einmal das Ganze umsetzen und das abgeben. Was ich gezeichnet habe, ist sind die gleichen Symbole, wie sie in Hades benutzt werden. Ihr müsstet sonst mal gucken, solltet ihr eigentlich auch auf den entsprechenden Seiten von TAMS finden, beziehungsweise im Zweifelsfall fragt sonst euren Übungsgruppenleiter, ob ihr das auch nicht als Hades, sondern doch als normal gezeichnete Zeichnung abgeben könnt. Das kann ich euch aber nicht versprechen, für den Fall, dass ihr da Probleme habt. Ich gucke jetzt gerade mal. Das Vorlesung. Na super, da renne ich erstmal in 404 rein. Das macht ja auch wieder Spaß. Genau, es gibt einen Applet, das ist auch verlinkt unter den Vorlesungsunterlagen. Also wenn ihr da auf der Seite von TAMS selber guckt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch im Moodle, das weiß ich jetzt gerade nicht, das kann ich auf die Schnelle nicht gucken, da müsste ich mich erstmal einloggen. Auf der Seite mit den Vorlesungsunterlagen ist bei Kapitel 9 auch ein Link auf Hades, Hamburg Design System ist die Abkürzung. Und darunter findet ihr entsprechend dann auch das Applet, also entweder die Webgeschichte oder die Offline-Version, die ihr damit nutzen könnt. Also die, die jetzt gerade im Chat sind, nochmal der Link zu den Unterlagen da unter Kapitel 9 ist Hades dann eben auch verlinkt. Eigentlich sollte es relativ selbsterklärend sein, insbesondere da wir gerade ja einmal auch die ganzen Symbole durchgegangen sind. Und ich lese hier im Chat, dass es im Moodle auch verlinkt ist. Die das Praktikum gemacht haben, die hatten das an sich sowieso schon. Im Endeffekt ist für euch, ihr müsst gar nicht die großen Details für die Hausaufgabe wissen, sondern es geht eben mehr darum, die Schaltung da entsprechend irgendwie hübsch darzustellen und zusammen zu packen. Und da entspricht das genau dem, was wir gemacht haben, nur mit den entsprechenden Schaltsymbolen. Also zu der Frage mit der Klausur, das ist das, was ich halt eben vorhin meinte. Die Klausur wird nach allem, was ich zum jetzigen Zeitpunkt weiß, mehr kann ich ja nicht sagen. Es ist ja mit Corona wissen wir alle nicht, wohin die Klausuren steuern. Aber klassischerweise und auch das, was ich zum jetzigen Zeitpunkt weiß, wird es halt eine Standardklausur sein, die eben auf Papier ausgeführt wird. Und das würde heißen, dass ihr natürlich keinen Computer vor euch habt, dass ihr natürlich dann auch nicht, dass niemand erwarten kann, dass ihr irgendein Programm benutzen könnt. Aber was man erwarten kann, und deswegen habe ich das versucht, mit euch hier eben auch nochmal durchzugehen, ist, dass ihr, da ist mein Fenster, dass ihr halt so eine Schaltung auch per Hand zeichnen könnt. Vielleicht sieht sie dann nicht so hübsch aus, sondern dann sehen halt die Schaltsymbole so ein bisschen hässlich aus.
Da darf man dann auch keine Angst vor haben. Wichtig ist halt, wie ich sagte, den Unterschied zwischen And und Or, dass man das deutlich genug erkennen kann. Und dann kann man auch eine Schaltung eben per Hand machen. So, genau, das war eigentlich die eine Richtung. Wo sind wir denn gestartet? Wir sind gestartet mit einem Text, der uns eine Funktionstabelle gegeben hat, wo wir dann ein KV-Diagramm machen könnten. Den Punkt haben wir übersprungen, weil das haben wir schon genug gemacht. Und da kommt dann eine DNF am Ende raus. Und diese DNF haben wir genommen und haben damit eine Schaltung gemacht. Jetzt kann das natürlich auch sein, dass wir das Ganze umgekehrt starten und dass wir nicht mit einer ach Gott, mein Fenster wiederfinden hier, dass wir nicht mit einem Text starten, sondern wir fangen einfach anders an. Wir kriegen eine Aufgabe und es das heißt so wunderschön dazu, analysieren Sie doch mal diese folgende Schaltung. Und meistens steht da ein bisschen mehr im Aufgabentext, glücklicherweise. Nämlich erstellen Sie dann sowas wie ermitteln Sie den Ausgangswert der Y der Funktion für alle Belegungen der Variable. Wie würde man denn da jetzt vorgehen? Wir haben eine Schaltung gegeben, also das ist jetzt eine ganz neue, die sieht auch ein bisschen anders aus als das, was wir eben hatten. Und es heißt, ermitteln Sie den Ausgangswert Y der Funktion für alle Belegungen der Variablen. Okay, wir könnten versuchen, es direkt rauszulesen aus der Schaltung. Die Frage ist natürlich immer, wie gut können wir das eigentlich und wie sehr vertun wir uns oder vertun wir uns dann nicht bei dem Ganzen? Und vor allem, wie können wir dann die Werte halt haben? Also wichtig ist halt eben, dass es ja heißt, ermitteln Sie den Ausgangswert. Das heißt, wir würden, oder ja, bitte. Genau, man würde eigentlich damit anfangen, dass man sagt, okay, wir fangen an, eine Funktionstabelle aufzustellen. Also in dem Fall, unsere Eingänge x3, x2, x1, x0. Und dann würden wir im Endeffekt, wenn es uns einfach fällt, dann können wir einfach sagen, okay, Y. Und dann würden wir halt das Ganze durchgehen. Von 0, 0, 0. So, den Strich natürlich vergessen. Also von 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 1 und so weiter. Mach mal hier ein paar Beispiele rein. Die Belegung würde ich auch gerne noch haben. 1, 0, 0, 0 und 1, 0, 0, 1. Und dann wird es na natürlich weitergehen bis unten 1, 1, 1. Und was ich jetzt natürlich noch offen gelassen habe, sind die ganzen Nullen davor, die Belegung hier. Das bezieht sich jetzt genauso, genau, das bezieht sich mehr so auf die Richtung 8, 2. Ich dachte, es ist sinnvoller, wenn wir erstmal uns einfach mal beschäftigen, wie sieht eine Schaltung, kann eine Schaltung aussehen. Und wir machen mal selber eine, bevor wir anfangen, sie zu analysieren. Klingt in meinen Augen sinnvoller, die Hausaufgaben sind andersrum. Ihr könnt selber entscheiden, was euch wiederum einfacher fällt. Genau, hier fehlt noch die 0, die 1 habe ich so ein bisschen verschoben. Gut, wären so die Variablenbelegungen. Und jetzt kann man natürlich sagen, cool, gut, wir nehmen sofort das Y, aber vielleicht fällt es uns so ein bisschen schwer zu sagen, ja, was kommt denn jetzt eigentlich bei welchem
bei welcher Belegung raus. Und wenn es euch zu schwer fällt, das direkt zu sagen und ihr das nicht direkt ablesen könnt, dann ist das auch absolut in Ordnung. Und es gibt einen schönen kleinen Tipp, wie man dann vorgehen kann, nämlich wir gehen einfach Bauteil für Bauteil durch und würden uns das einmal aufschreiben. Das heißt, ich schreibe mir nicht hier gleich Y hin, sondern ich fange an mit dem hier oben, dem Nicht-X1. Und schreibe mir das einmal dazu, was das bedeutet für jede meiner variablen Belegungen. Mache also eine neue Spalte. Und nicht x1 heißt ja, ich gucke hier nur, x1 hat den Wert 0. Ich invertiere das, hat an der Stelle den Wert 1, hat an der Stelle den Wert 1. Hier ist x1, 1, invertiert 0, invertiert 0, invertiert 1, invertiert 1 und hier unten. Nochmal 2 mal 1 und dazwischen die Lücken. Okay, und damit hätte ich doch quasi sagen, gut, das hier ist mein Bauteil 1. Hätte ich das erste Bauteil gemacht. Und dann könnte ich gucken, ja, was kommt als nächstes? Ne? Was könnte man sich als nächstes angucken? Was meint ihr? Was wollen wir uns als nächstes anschauen? Welches Bauteil? Ja, vielleicht brauchen wir irgendwas hier mit x0. Ja, das geht hier aber in zwei Sachen. Also, ne, die Bauteile sind diese Schaltbauteile hier. Okay, genau. Also wir können uns jetzt als nächstes angucken. Haben zwei uns, das wäre so das nächste, was hier vom Ablauf von links nach rechts in der Schaltung auftaucht. Der Vorschlag ist ganz gut. Nehmen wir erstmal das kleinere, einfachere, das untere. Das besteht aus dem x0 hier oben. Genau. Und hier unten das x3. Und dann würden wir uns aufschreiben, was eigentlich hier als Ausgang aus diesem und rauskommt. Das heißt, wenn ich mir das hier angucke, was bedeutet das für meine Zeile 0 oder 1 hier, also mit 0, 0, 0, 0. Na gut, hier ist alles 0, das ist relativ langweilig. Wie sieht das hier aus? x3, x2, x1 ist 0, x0 ist 1. Das ist gut. Kommt aus unserem Und dann raus. Ja, das ist immer noch eine 0. Genau. X0, also 0, 0, 1, 0 dann. Nur x1 hat den Wert 1. Was machen wir dann mit unserem Und? Ist immer noch 0. Okay. Warum x0 und x3? Weil wir an der Stelle uns dieses Bauteil hier angucken. Dieses Bauteil, was ich jetzt hier mal mit der 2 bezeichne. Ne, da geht x0 und x3 rein. Der Knoten bei x0, das ist das, was wir eben hatten, als wir uns selber eine Schaltung gebaut haben. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe hier einmal wild rumgemalt. So. Der kommt, den hatten wir hier, als wir uns selber angeschaut haben, wie das mit der Schaltung ist. Der Knoten heißt, dass wir eine verbundene Leitung haben. Das heißt, hier ist ganz klar, dieses Signal, was hier die Leitung kommt vom Eingang x0, das teilt sich an diesem Knoten und geht in gleicher Stärke, in beide Richtungen weiter. Einmal hier oben zum Und. Und einmal hier unten lang. Es biegt auch nirgendwo ab, sondern es folgt dann hier, weil hier sind keine Knoten. Es geht direkt dann hier weiter und bis es dann hier im Mond drin ist. Genau, wenn es keine Knoten gibt, so wie hier, dann ist keine Verbindung. Dann ist das einfach nur zwei Leitungen, die über Kreuz, über quer sind. Was übrigens auch, ich hatte vorhin ja gesagt, ne, eine Sache, die man nicht machen sollte, ist irgendwie hier so schräg. Ganz einfach auch, weil wenn wir so eine Verbindung machen, so
rechter Winkel übereinander. Ist relativ gut zu erkennen, dass sie nicht verbunden sind. Wenn ich 45 Grad Winkel mache, wird es schon schwieriger. Und wenn ich jetzt irgendwie ganz schlecht male, sondern irgendwie hier sowas male, Gott, ich kann gar nicht so schlecht malen, dann wird es schon irgendwie schwieriger zu erkennen, ob da jetzt noch ein Kreis ist für verbunden oder nicht verbunden. Insofern möglichst rechte Winkel bei den Leitungen. Okay, wir waren stehen geblieben hier bei 0011. Was ist damit? Naja, gut, irgendwie ist das hier alles total langweilig. Das ist. X3 ist die ganze Zeit 0, dann ist das natürlich alles 0. Ich hatte hier unten ja nochmal zwei Beispiele: 1000 und 1001. So, welcher von den beiden gibt den Wert 1 aus? Der obere oder der untere? Genau, der letzte oder der untere. Also hier ist x3 ist 1 und x0 ist 1. Und das heißt, hier würde aus dem und dann auch entsprechend 1 rauskommen. Bei dem anderen noch nicht. Da ist zwar jetzt x3 1, aber dafür x0 ist 0. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, wie der Ausgang aussieht bei dem und hier. Das heißt, wir wissen natürlich auch damit, wie diese Leitung und damit der eine Eingang von dem oder aussieht. Ach, ist das schön. Okay, wir haben hier oben noch ein und. Das würden wir uns dann als nächstes angucken. Nehmen wir einmal das. Das ist x0, nicht x1. Ja, denkt dran, das hier ist ja eine Negation. Das wissen wir zwar, also haben wir hier auch noch notiert, aber das ist ja nicht x1. Und als letztes noch x2. Und dadurch, dass wir hier schon einmal aufgeschrieben haben, wie nicht x1 ist, also der Ausgang aus dem Schaltgatter, müssen wir jetzt nur noch gucken. Ja, gut, was wissen wir bei einem und? Und mit drei Eingängen. Das heißt ja immer noch, der Ausgang kann nur dann 1 sein, wenn alle Eingänge den Wert gleich 1 haben gleichzeitig. Genau, wie auch im Chat da gerade geschrieben. Und umgekehrt heißt das, überall, wo auch nur einer von diesen ganzen Eingängen den Wert 0 hat, ist der Ausgang auf jeden Fall auch 0. Das heißt, ich kann hier, ich weiß, nicht x1 ist eine von denen, die reingehen, kann ich hier schon gucken. Und zum Beispiel die beiden haben einfach schon den Wert 0. Da brauche ich mir den Rest gar nicht angucken. Na, weil das einer der Eingänge ist, die hier eben mit reingehen. Okay, habe ich hier irgendwo was, wo ich den Wert 1 eintragen kann in dieser ganzen Spalte? Sieht das jemand? Gibt es irgendwas, wo aus dem Gatter anstelle 3 der Wert 1 rauskommt? Ja, nicht am Ende die, aber die sechste Zeile von oben. Genau. Also sechste Zeile von oben hat x0 den Wert 1, nicht x1 hat den Wert 1 und x2, ein bisschen verschoben hier, hat auch den Wert 1. Das heißt, da kommt auf jeden Fall der Wert 1 raus. Die letzte Zeile hat eben das Problem, da ist zwar x0 1 und nicht x1 ist 1, aber x2 hat den Wert 0, also kommt da 0 raus. Und tatsächlich haben wir auch, wenn ich das richtig gesehen habe, nur hier an der einen Stelle den Wert 1. Alle anderen haben den Wert 0. So, das heißt, wir haben jetzt also damit die Info, was hier aus dem Ausgang rauskommt. Also ihr seht, das sieht jetzt zwar irgendwie ne, so alles so viele, viele, viele Bauteile und alles, aber dadurch, dass wir uns jetzt genau aufgeschrieben haben, was aus dem Bauteil 3 rauskommt, wissen wir genau, wie die Eingangsbelegung für jede Starteingangsbelegung, also nein, wie für jede Eingangsbelegung das Signal auf dieser Leitung ist und gleichzeitig,
können wir auch sehen, wie das Signal auf dieser Leitung ist. Haben das direkt nebeneinander, das ist auch ganz schön und brauchen nicht jedes Mal von vorne durchdenken, wie ist denn jetzt eigentlich das hier und dann das mit dem verknüpft und dann habe ich vergessen, dass hier noch der Inverter war und dann habe ich mich vertan und habe dann irgendwie Punkte verschenkt. Also insofern, wenn es komplizierter wird, dann lohnt es sich, das so nebenbei aufzustellen. Genau, denn das letzte Bauteil ist hier das Oder, wo direkt der Ausgang Y kommt und dann würden wir jetzt quasi an unseren Ausgang gehen und ja, ne? Wir müssen uns gar nicht mehr um das hier vorne kümmern, diese erste Spalte. Interessiert uns nicht. Wir brauchen auch nicht mehr die zweite Spalte. Das ist eigentlich ganz schön, weil jetzt brauchen wir uns nur noch das, was hier bei 2 und 3 ist. Also wir müssen uns eigentlich nur die zweite und dritte Spalte angucken. Und wo kommen da jetzt eine 1 raus? Genau, also erstmal ist es ein Oder, das ist richtig. Das heißt, bei einer 1 ist es eine 1 und sonst ist es eine 0. Und es reicht eine 1. Also dadurch, dass es ein Oder ist, reicht es, wenn auf einer der beiden Eingangsleitungen eine 1 anliegt. Dürfte auch auf beiden sein, aber wenn dann einer von beiden eine 1 anliegt, dann kriegen wir den Ausgang auch 1. So, und Zeile 6 und die. Ja, okay. Okay, ja, du hast recht, vorletzte Zeile. Ich habe ja noch die Punkte darunter. Genau, also Zeile 6 ist das hier, wo wir im großen Dreier und den Wert 1 drin haben. Und wenn man so will, die vorletzte Zeile, also da, wo wir 1001 als Eingang haben am Anfang, hier ist. Bei dem kleinen Und-Gatter eine 1, da ist auch eine 1. Ansonsten haben wir Nullen auf den Ausgängen der Uns und damit dem Eingang des Oders. Da bleibt es dann auch bei Nullen. Okay, und so kann man also Schritt für Schritt eine Schaltungsanalyse durchgehen und ganz in Ruhe durchgehen und möglichst wenig Fehler machen. Natürlich muss man auch gucken, falls man sowas in der Klausur macht, dass man dann sich nicht allzu viel Zeit lässt. Aber ich glaube, man braucht gar nicht so viel mehr Zeit, wenn man das so noch extra aufschreibt, als wenn man direkt jedes Mal im Kopf durchdenken muss, wie denn eigentlich der Ausgang an der Stelle ist. Und bevor die Frage kommt, soweit ich das sehen kann, ist in der Musterlösung, sofern sie so bleibt, nicht gefordert, dass ihr diese ganzen Sachen dazwischen aufschreibt, sondern theoretisch würde es reichen, tatsächlich die Funktionstabelle anzugeben mit dem entsprechenden Ergebniswert. Ich glaube aber, es nimmt euch auch keiner übel, wenn ihr das andere auch mit aufschreibt. Wichtig ist halt, ihr müsst gucken, dass ihr selber halt, wie ihr selber am besten und am sichersten durchkommt, damit ihr das auch schafft. Und euch halt eben nicht vertut, weil man das sonst sehr leicht machen kann. Gut, dann genau, also in Aufgabe 8.2 würde es dann jetzt weitergehen mit übertragen Sie es in KV-Diagramm und minimieren Sie das Ganze und bauen Sie eine Schaltung. Das haben wir im Prinzip eben uns auch noch teilweise angeguckt und minimieren, naja, ein KV-Diagramm. Also wenn wir diese Spalten hier in der Mitte, die zweite, dritte und vierte ausblenden würden, sondern nur die mit den Eingangsbelegungen uns angucken und mit dem Ausgang Y, dann haben wir diese ganz normale Standardfunktionstabelle, wie wir sie kennen. Die können wir ganz normal in KV-Diagramm übertragen, Minimierung im KV-Diagramm machen und ja, wenn man dann sowas wie eine DNF hat, sowas wie das hier, dann halt daraus eine Schaltung machen. Gut, ich würde dann nämlich gerne weitergehen zum letzten Thema auf diesem Blatt. Das, was in 8.4 drin vorkommt. Das ist nämlich, wir haben eine Schaltung und ich fürchte, das wird nicht ganz optimal gerade angezeigt.
Sieht bei mir extrem hell aus. Ich mal mal kurz die Schaltsymbole schnell nach. Ja, wäre ja langweilig, wenn alles sofort klappen würde im neuen Jahr. So, ich hoffe, der Rest ist erkennbar. Wir müssen auch nicht irgendwie 35 Schritte oder irgendwas durchgehen, aber es geht eben darum, einmal zu schauen, oh, wie ist das eigentlich, wenn wir eine Schaltung haben? Und es soll daraus geguckt werden, wie ist das Zeitverhalten dieser Schaltung, beziehungsweise im Endeffekt ist das halt auch ein Impulsdiagramm, also wie gehen dann halt, ja, welche Impulse laufen über diese Schaltung hinweg. Ihr habt in der Hausaufgabe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, guck lieber nochmal. Genau, ihr habt zwei vorgegebene Eingangssignale. Das wäre quasi hier der Äquivalent. Ich habe jetzt hier A und B als Eingangssignal. A ist oben, B ist unten. Es gibt mehrere Takte. Ich habe die jetzt mal jeweils hier mal mit so einem Querstrich dann auch zwischengesetzt. Und dann kann in so einem Kästchen das eben sein, dass die Linie, die euch das Signal anzeigt, entweder oben ist oder unten ist. Oben heißt quasi, dass ein High anliegt oder eine 1. Unten heißt, dass eben Low anliegt oder eine 0. Und es gibt zwischendurch eben, dass es von 1 nach 0 wechselt, also das Signal irgendwie ausgeschaltet wird oder weggeht. Oder es kann auch, das haben wir jetzt gerade hier nicht, aber es kann jetzt hier halt auch sein, dass es von 0 auf 1 wechselt. Es gibt auch Bezeichnungen, wie man das bezeichnet hier, aber das braucht ihr nicht, ist bisher hier irgendwie nicht gefragt. Also wollen wir da auch gar nicht in die Details gehen. Vielleicht machen wir ja noch irgendwie was zu dem Thema nächstes Blatt. Das weiß ich halt jetzt gerade nicht. Ist immer sehr, sehr spannend, jetzt zu schauen, was wir dieses Jahr eigentlich machen und was wir dieses Jahr doch nicht machen. Also, wir haben jedenfalls hier mehrere Abschnitte. Das ist so quasi immer so ein Taktabschnitt oder auch ein Teilstrich, eine Nanosekunde ist das definiert von, also quasi die Breite eines Kästchens, auch bei euch in der Hausaufgabe. Und es gibt auch einen wichtigen Hinweis in der Hausaufgabe, dass die Signalverzögerungszeit jedes Gatters genau eine Nanosekunde ist oder ein Teilstrich im Diagramm. Das heißt, wenn ein Signal anliegt und hier reinkommt in ein Signal, ach, nee, nicht an, in ein Signal, in ein Gatter, dann und es sich ändert, dann ändert es sich erst mit einer Verzögerung von einem Teilstrich am Ausgang. Da gucken wir uns gleich mal an, was das bedeutet. Was haben wir noch? Naja, gibt verschiedene Schaltsymbole, die meisten kennen wir. Irgendwie sind das jetzt hier ganz viele NANDs. Das NOT, das kennen wir. Und hier stellen wir auch so fest, okay, es wäre jetzt auch wirklich ganz schön anstrengend, jedes Mal zu sagen, so wie gerade der Eingang A und B aussieht. Das heißt dann genau das für X und Y unter der Berücksichtigung, dass wir irgendwie diese Verzögerung durch die Schaltgatter haben. Also macht man das, was ich quasi hier gerade quer gemacht habe, nämlich Stück für Stück durchgehen durch die Schaltung, macht man halt eben untereinander. Ich war jetzt sogar so nett, ich habe dann jeweils dazu geschrieben, was das eigentlich gerade heißt an den Gattern, die wir uns angucken werden. In der Hausaufgabe steht dann halt immer nur der Ausgang oder die Leitung hinter dem Ausgang mit N1, N2, N3, N4.
Ist aber im Prinzip dann das Gleiche, dass ihr dann halt eben guckt, was kommt aus diesem Ausgang von dem Gatter davor eigentlich raus. Was sollten wir noch wissen? Also diese Aufgabe ist so gesehen, dass ihr die per Hand beziehungsweise eben irgendwie sonst gegebenenfalls halt mit einem Grafikprogramm oder irgendwas dann macht. Also jetzt nicht mit irgendeinem Programm ausführen, sondern dass ihr das selber halt durchguckt und schaut, was das bedeutet. So habe ich die Aufgabe verstanden an der Stelle. Kann gut sein. Also ich weiß ja immer nicht, es ist ja immer, es gibt ja einen großen Pool an Aufgaben für Klausuren, aber auch das wäre halt so eine ganz typische Klausurengeschichte, dass ihr halt eine Schaltung kriegt und entsprechend entsprechend dann analysieren sollt, wie laufen die Signale durch die Schaltung und was bedeutet das dann für die Ausgänge hinter den jeweiligen Gattern. Weil man das halt ganz gut auch tatsächlich auf eben dann diesem karierten Papier dann auch ganz gut machen kann. Es ist auch weniger, also es ist auch eigentlich wirklich nicht schwer. Wir müssen halt auf zwei, drei Sachen achten. Genau, das hatte ich noch vergessen. Ich habe hier nochmal in Cyan markiert. Das ist quasi mein erster Takt, der ist so ein bisschen links, bevor ich hier anfange, der noch so ein bisschen reingequetscht. Das heißt, dass es undefiniert ist. An der Stelle wissen wir also nicht, auf welchem Wert dieses Gatter gerade ist. Und da müssen wir eben gucken, was bedeutet das eigentlich. Und ich meine, das steht auch für euch. Genau, ihr habt im Aufgabentext unten auf der Seite steht auch für undefinierte Werte x in booleschen Ausdrücken gilt. Wenn wir sowas haben wie ein undefiniertes x, also negiert, dann ist es irgendwie das Gegenteil, aber halt undefiniert, wissen wir nicht. Ist auch schwierig, ne? Wenn wir irgendwas negieren, aber wir wissen nicht, was wir negieren, können wir nicht sagen, was es ist. Wenn wir sagen, wir haben 0 oder x, also 0 oder in undefiniert, dann hängt das Ergebnis ab von unserem x, unserem undefiniert. Das heißt, wenn x gleich 1 ist, würde 1 rauskommen. Wenn x gleich 0 ist, würde 0 rauskommen. Denn 0 oder irgendwas ist halt der Wert von dem irgendwas. Umgekehrt ist 1 oder irgendwas immer der Wert 1. Denn allein durch die 1 in dem oder ist das oder erfüllt und es ist egal, ob dieser undefinierte Wert gerade 1 oder 0 ist. Das Ganze gibt es dann nochmal für 0 und irgendwas. 0 und irgendwas kann nie wahr sein, weil 0 und irgendwas muss ja beides immer nur, muss ja beides den Wert 1 haben. Wenn eins von den beiden Eingangswerten schon den Wert 0 hat, kann es nicht sein. Also ist das immer 0. Umgekehrt 1 und irgendwas undefiniertes hängt ab von dem Wert des undefinierten x, denn 1 und 0 würde 0 ergeben, 1 und 1 würde 1 ergeben. Also 1 und undefiniert hängt ab von undefiniert. Das sind so die Sachen, die man irgendwie im Hinterkopf behalten sollte, wenn man das Ganze durchgeht. Entschuldigung, die Frage kam akustisch nicht ganz bei mir an. Magst du die nochmal bitte wiederholen? Das negierte, undefinierte ist das, naja, das Ergebnis ist quasi unbekannt weiterhin. Also wir wissen, wenn wir als Eingang beispielsweise 0 hätten und das negieren, dann kommt am Ende 1 raus. Wenn wir als Eingang 1 haben, dann kommt halt 0 raus. Und das soll halt nur heißen, dass da etwas Undefiniertes negiert ist, ist halt zwar das Gegenteil, ist dann nicht mehr negiertes undefiniert, aber auch dann wissen wir nicht, was es eigentlich ist.
Könnte man das nicht auch als Widerspruch interpretieren? Okay, wenn man das auf der Basis anguckt, im Sinne von, dass man sagt, ist das jetzt eigentlich rein mathematisch gültig, dann wäre es ein Widerspruch, ja. Okay, ich würde dann jetzt also gerne mit euch einmal die Schaltung durchgehen. Wir fangen an mit dem Wert, ja, mit dem ersten hier. Das wäre das obere nicht. Welchen Wert würde ich denn hier jetzt als erstes eintragen? Im ersten Takt liegt, ja, wir wissen nicht, wo das Signal vorher war, ob das auf 0 oder 1 war. Und der Wert von A ist 1, der Wert von B ist auch 1. Genau, also wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht wissen, wie genau das Ganze voraussah, dann haben wir hier noch eine Verzögerung. Also da müssen wir natürlich gucken. Theoretisch können wir jetzt sagen, wir hätten hier irgendwas, was davor ist. Und dann würden wir eine Aussage treffen können mit der Verzögerung. Aber tatsächlich ist es eigentlich, genau, eigentlich wissen wir das ja auch hier nicht. Wir fangen hier vorne erst an. Braucht meine Farbe, darf meine Farbe. So, wir würden hier also einen Takt auf undefiniert sein, weil wir nicht wissen, was wir eigentlich gerade negieren. Wir negieren zwar das A, nicht A, aber wir wissen nicht, wohin wir das negieren. Weil ich das vergessen hatte einzutragen. Also dieses Cyan ist ja diese Markierung für undefiniert. Wenn ich aus dem Takt vorher wissen würde, ja, das war der Punkt, den ich hier noch drin hatte, wenn ich aus dem Takt vorher wissen würde, wie der Eingangswert ist für das A, dann kann ich natürlich, könnte ich hier schon einen Wert setzen. Das heißt aber mit anderen Worten, wenn ich jetzt im ersten Takt einen Wert für A gehabt habe, den Wert A1, dann würde ich im zweiten Takt wissen, genau, dass ich den Wert 0 habe. Also immer mit einem Takt Verzögerung kann ich halt sagen, was aus dem Eingangssignal zum Ausgangssignal geworden ist. Genau, also insofern, wir wussten halt jetzt nicht, wo wir eigentlich starten. Wir müssen mit irgendwas starten. Ihr habt das in der Hausaufgabe, startet ihr leicht anders. Aber ich kriege ja sonst, ich komme das mit meinen Werten gerade anders durcheinander, deswegen muss ich das hier einmal korrigieren. Also, wir starten erstmal mit undefiniert, weil wir es nicht wissen. Dann haben wir im ersten Takt den Wert 1 auf A. Das heißt, wir wissen im zweiten Takt auf jeden Fall, okay, da ist jetzt 1 durchgekommen, das heißt, negiert ist 0. Wie sieht das jetzt aus mit den weiteren Schritten? Also mit dem Nicht-A, wenn ich jetzt weiter durchgucke. Genau, also es hängt halt davon ab. Ich muss immer mit einem Schritt Verzögerung gucken.
Ich habe 1, 2, 3 Schritte auf 1, das heißt, ich habe hier auch 1, 2, 3 Schritte auf 0, die Negation. Dann geht A von 1 auf 0 und du meinst, dass ich da diese Verzögerung um 1 habe? Das ist das, was in der Aufgabe beschrieben wird als Signalverzögerungszeit. Die Signalverzögerungszeit jedes Gatters sei genau eine Nanosekunde in Klammern ein Teilstrich im Diagramm. Das ist das, was wir damit quasi durchgehen. Also, das heißt, ich versuche gerade mal irgendwie das Signal, was hier an. Nee, das meint. Nimm mal eine andere Farbe, das ist ja sonst ganz schlecht zu erkennen. Das Signal hier landet hier. Das Signal hier landet dann hier drin, also halt invertiert nach der Gatterbehandlung. Das hier und jetzt haben wir halt eben den Schritt. Wir sind von 1 auf 0 gegangen und deswegen mit einem Taktverzögerung oder einem Schrittverzögerung wechselt unser Ausgangssignal von 0 auf 1. Okay, und das war eben auch schon gesagt worden, die nächste Änderung haben wir, hätten wir dann quasi nach dem sechsten Schritt. Wir haben hier 1, 2, 3 Schritte auf 0, das heißt, wir bleiben auch 1, 2, 3 auf 0. Gerade mal gucken, haut das noch? Ja, genau, haut hin. Hier wäre jetzt zu Ende, aber angenommen, ich würde jetzt hier das Ganze weiterzeichnen, das Impulsdiagramm weiterführen über mehrere Schritte, dann würde es hier runtergehen und wieder auf 0 runtergehen. So, also das ist halt eben das, was mit diesem einen Teilstrich Signalverzögerungszeit gemeint ist. Das Ganze baut sich natürlich auf, wenn wir mehrere Gatter haben. Dann bedeutet es natürlich auch, dass wir jedes Mal immer diese Signalverzögerungszeit berücksichtigen müssen. Und wenn man dann wie bei euch in der Hausaufgabe, ich glaube, 35 Schritte durchgeht, dann dürfte man an der einen oder anderen Stelle sehen, wie sich Dinge dann auch verzögern. Okay, wir gucken aber mal weiter. Wir haben noch das Nicht-B. Na gut, Nicht-B. Äquivalent definiert zu dem nicht A. Und da A den gleichen Eingang hatte wie B, übertrage ich das einmal. Das heißt, da haben wir das gleiche wie bei A. Erstmal undefiniert. Und danach drei Schritte auf 0, drei Schritte auf 1. Also prinzipiell, irgendwie haben wir das ja vorhin weitergeführt. Gut, auf kariertem Papier kann man das ein bisschen hübscher zusammenpassend machen, denn das ist hier die Ecke, die zusammengehört. Also ein bisschen verrutscht. Gut, das nächste, was wir finden würden, ist also unser nächstes Gatter hier, dieses große D. Ne, da wissen wir, das war das And. Und da ist am Ausgang so ein Kreis, also es ist ein NAND, NAND. Heißt mit anderen Worten, wir haben innen drin den einen Eingang und den anderen Eingang und das Ganze an sich ist negiert und wir wissen was über den Eingang hier oben. A, der eine Eingang. Der eine Eingang ist
Jetzt habe ich, glaube ich, gerade die genau andersrum. Hier oben ist das Nicht-A. Und von hier unten geht einmal das B ab. Aber insofern habe ich tatsächlich sogar gerade das untere hier. Das heißt, ich hätte hier nicht A und B und das Ganze nochmal negiert. Was weiß ich denn jetzt hier eigentlich? Was kann ich denn da jetzt so über die Schritte sagen? Was kann ich über den ersten, den ersten Schritt sagen? Nicht A und B negiert. Ich habe drei verschiedene Möglichkeiten. Was muss ich jetzt eintragen? 0, 1 oder undefiniert? Okay, ja, also es ist undefiniert. Wenn ich mir das Ganze angucke, ich habe A, wo ich nicht weiß, was davor war, das ist undefiniert und nicht B, was auch undefiniert ist. Undefiniert und undefiniert, egal ob ich danach noch negiere oder nicht, das ist ziemlich undefiniert. Also habe ich hier auf jeden Fall einen Schritt undefiniert. Okay, wie sieht das im zweiten Schritt aus? Also du hast recht damit, dass man auf jeden Fall jetzt gucken muss, es geht ja einmal hier A rein und nicht B. Wir brauchen das hier nicht umschreiben, sondern können das Ganze uns so angucken. Das ist halt eben das Schöne, wenn man eben untereinander schrittweise jeweils quasi die Ausgänge von den Gattern hat, dann können wir auch schauen, was wir haben. Was wissen wir? Wir wissen über den ersten Schritt, nachdem wir gestartet sind, über das A, das ist 1. Okay, also wir haben A ist 1. Und wir haben nicht B. Nicht B ist undefiniert im ersten Schritt. Das heißt, raus kommt hier 1 und undefiniert negiert. Okay, wir hatten uns das angeguckt. Wir haben hier 1 und undefiniert. 1 und undefiniert, ja, das ist halt eben das Problem. Ob das jetzt Ganze wahr ist am Ende, wissen wir eigentlich nicht, weil dafür bräuchten wir, ne, müssen wir wissen, was aus dem undefiniert ist. Und dann ist auch egal, ob wir das negieren oder nicht. Wir haben tatsächlich nochmal undefiniert. Also, weil 1 und undefiniert wir keine sichere Aussage treffen können, haben wir tatsächlich hier noch einen zweiten Schritt undefiniert. Okay, wie sieht es im dritten Schritt aus? Langsam müssten wir ja ein bisschen mehr wissen. Genau, wir wissen aus dem zweiten Schritt, A hat den Wert 1, nicht B hat den Wert 0. 1 und 0 ist 0, das Ganze aber negiert, gibt uns den Wert 1. Und da haben wir also als erstes überhaupt was, dass wir eine sichere Aussage treffen können, was aus dem, in dem Fall, oberen NAND rauskommt.
Ja, wie lange gilt das? Könnte es sich irgendwie, ändert es sich irgendwie noch oder bleibt das so? Okay, gucken wir uns das mal an. Wir sind jetzt im vierten Schritt. Das heißt, wir gucken uns die Sachen aus dem dritten Schritt an. A hatte den Wert 1. Das heißt, wir haben 1 und nicht B, 0. 1 und 0 ergibt 0. Invertiert ergibt den Wert 1. Fünfter Schritt, wir gucken auf den vierten. 1, 2, 3, 4. A ist mittlerweile auf 0 gegangen. Das heißt, wir haben 0 und nicht B. 1, 2, 3, 4, 0. A, B ist auch 0. Dann. Frage ich mich gerade genau, beides ist 0. 0 und 0 ergibt immer noch den Wert 0. Invertiert ergibt es den Wert 1. Weil es ist zwar beides der gleiche Wert, aber es ist natürlich so, den Wahrheitswert muss beides 1 sein, damit es 1 werden kann. Und dann würden wir weiterschauen. Na gut, das A ist mittlerweile auf 0 gegangen. Das heißt, wir hätten hier immer eine 0. 0 und irgendwas bleibt bei 0. 0 invertiert gibt uns immer den Wert 1. Das heißt, wir bleiben hier auf dem Wert 1 liegen. Und rein theoretisch könnten wir jetzt natürlich noch mal gucken, was passiert hier hinten, wenn A auf 1 geht. Dann hätte A den Wert 1, aber gleichzeitig geht dann irgendwie nicht B auf 0 runter. Dann würden wir immer noch auf 0 rauskommen. Okay. Genau, das zweite Ungatter ist hier äquivalent definiert. Das macht hier also keinen Unterschied raus. Insofern übertrage ich das einmal. Das hat genau die gleichen Eingangswerte, nur umgekehrt. Das heißt, wir hätten hier auch einen Takt oder einen Schritt undefiniert, weil wir halt gar nichts am Anfang wissen. Und wir hätten einen Schritt undefiniert, weil der Rest noch nicht so weit ist. Und dann würde es auf 1 losgehen und auch bleiben. So, das heißt, wir haben hiermit die Ausgangswerte von den beiden NANDs. Das nächste, was gefragt wäre, wäre das X. X wäre, da müssen wir dann wieder gucken, was bedeutet das eigentlich in der Schaltung? X ist der obere Ausgang. Und der obere Ausgang kriegt den Wert, aha, hier von dem NAND, wo einfach nur die beiden anderen NANDs gemeinsam reingehen. Okay, das heißt, wir sind ein bisschen davon abhängig von dem, was vorher passiert. Wahrscheinlich ist irgendwie auch eine Zeit lang was undefiniert. Und irgendwann kommen dann unsere 1-Werte durch. Und wenn der Wert 1 da ist, beides 1, dann negieren wir den und kommen auf 0. Also Preisfrage, wie viele Schritte ist denn jetzt hier eigentlich undefiniert einzutragen?
Ja, genau, es sind insgesamt drei Schritte undefiniert. Also, wir können da ja mal gucken. Wir haben ein NAND. Wir kriegen aus den beiden NANDs vorher, ganz am Anfang, wenn wir starten und alles noch nicht initialisiert ist, ist alles undefiniert hier. Das heißt, wir bleiben auf undefiniert. Dann im nächsten. Wir haben aus dem ersten Schritt zweimal undefiniert. Ja, undefiniert und undefiniert negiert. Ja, da wissen wir gar nichts drüber. Undefiniert und undefiniert ist immer noch undefiniert. Wenn wir das negieren, sind wir immer noch undefiniert. Das heißt, das bleibt und das Gleiche gilt dann natürlich auch für den dritten Schritt, wo wir die Sachen aus dem zweiten nehmen und das leider auch noch undefiniert ist. Das heißt, wir hätten hier dreimal undefiniert am Stück. Und ich setze gleich da nochmal wieder ein bisschen Punkte zwischen, sonst sieht man nicht, wie viel das eigentlich waren. Eins, zwei, na gut, und dann sind wir hier halt eben. So, und dann sind wir nämlich im vierten Schritt endlich angekommen. Im vierten Schritt gucken wir auf den dritten Schritt. Da haben wir als Eingang 1 und 1, 1 und 1 und das Ganze negiert. Das heißt, hier dürfen wir dann mit 0 rausgehen. Und da sich die Eingänge da nicht ändern, würden wir einfach bei 0 bleiben. Also drei Schritte undefiniert war jetzt hier die richtige Antwort an der Stelle. Und eine Sache fehlt noch, nämlich der Ausgang Y. Y ist noch so ein bisschen gemein. Das ist hier ein AND, was zum einen von dem Ausgang hier vorne beteiligt ist, aber auch eben den Ausgang aus dem letzten NAND mitnimmt. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, wie hier jetzt, was ich hier jetzt eintragen muss für das AND, dann achtet bitte darauf bei eurer Antwort auf den Unterschied zwischen NAND und AND und undefiniert. Also, was meint ihr, was muss ich jetzt eintragen bei dem AND? Okay, ich habe hier den Vorschlag 4 undefinierte. Das ist noch nicht ganz richtig. Also ich brauche erstmal was an undefinierten, aber nicht so viele. Okay, ich helfe euch mal. Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen halt, dass man darauf achten muss, weil an der Stelle halt dass ein AND ist und kein NAND. Im ersten Schritt, ich gucke auf, was gucke ich hier unten eigentlich mir an? Ich gucke mir hier da diesen Inverter, der am B anliegt, also nicht B. Das eine ist nicht B, was reingeht. Und das andere ist eben das NAND hier oben, also das gleiche Signal, was auch im X anliegt. Also muss ich die Zeilen von nicht B und von X berücksichtigen. Ich gucke mir an im ersten Schritt. Nicht B war vorher undefiniert und X undefiniert. Okay, das ist undefiniert. Das ist noch einfach. Undefiniert und undefiniert ist undefiniert. Zweiter Schritt. Ich gucke auf die ersten Schritte. X undefiniert, nicht B undefiniert. Also undefiniert und undefiniert ergibt undefiniert. Jetzt komme ich in den dritten Schritt. Ich schaue mir an, mein X. X ist undefiniert, nicht B ist 0. Undefiniert und 0. Da kann ich jetzt eine Aussage treffen. Denn undefiniert und 0, da weiß ich, das kann nie wahr sein. Das muss einfach eine 0 sein.
Deswegen darf ich hier tatsächlich schon nach dem zweiten Schritt, im dritten Schritt sagen, okay, ich bin hier auf 0. Und jetzt muss ich natürlich gucken, was passiert hier die nächsten Schritte. Undefiniert und 0. Na gut, undefiniert und 0 bleibt 0. Und dann das weitere, x ist jetzt 0. Und b geht zwar irgendwann später auf 1, aber ich habe x immer auf 0 und dadurch habe ich immer 0 und 0 oder 0 und 1 und das bleibt dann immer 0, also kann ich das durchziehen. Okay, das ist dann also sogar relativ einfach zu sagen. Ja, also insofern ganz in Ruhe angucken, schauen, was das bedeutet. Kleiner Hinweis für die Hausaufgabe, da kann es auch sein, das haben wir jetzt nicht gehabt, aber ihr könntet theoretisch auch sowas haben, oder ist das theoretisch, auch praktisch natürlich, dass wir beispielsweise einen Abschnitt haben, das ist undefiniert und dann ist es ein Schritt undefiniert und weil dann irgendwie was umschaltet, ist das plötzlich definiert auf 0 und dann ist das vielleicht irgendwie definiert auf 0 und dann kommt irgendwo anders doch nochmal was Undefiniertes durch. Und dann können wir auch sowas haben, dass wir hier vielleicht tatsächlich sogar nochmal einen Schritt undefiniert haben, obwohl wir zwischendurch was wussten. Und es danach dann vielleicht sogar hier oben weitergeht. Das so mal vielleicht als Hinweis. Das kann sehr gut sein, dass ist halt, ja, wenn so eine Schaltung dann in Schwingung gerät, wenn ihr euch die Schaltung anguckt, die ihr in der Hausaufgabe haben sollt, dann könnt ihr vielleicht auch ein Gefühl kriegen, woher sowas passieren kann. Na, das ist nämlich immer so dann, wenn man so gewisse Abhängigkeiten hat und nicht irgendwie schön von vorne nach hinten flussartig alles durchgeht und man nicht Rücksprünge hat und alles. Das ist so das, was ihr so ein bisschen B vielleicht versucht zu beschreiben. So. Aber insofern, also in der Hausaufgabe, nicht wundern, wenn ihr undefinierte Schritte habt, dann habt ihr was Definiertes und dann stellt ihr fest, Moment, da ist nochmal was undefiniert. Kann das sein? Ja, kann sein. Das ist in Ordnung. So. Wie kommt man darauf, dass x 0 ist? Das war die Frage hier gerade. X 0. Du musst im Endeffekt, damit x 0 wird, ja, genau. Jetzt sind wir an dem Punkt, das ist natürlich schwer, einmal quer durchzugucken. Und deswegen sagte ich ja euch, dass ihr schrittweise durchgehen müsst. Also für das X oder für den Ausgang aus dem NAND müssen die beiden NANDs davor betrachtet werden. Und da konnten wir eben sagen, dass der Ausgang bei beiden auf 1 liegt. Und wenn der bei beiden auf 1 liegt, dann kriegen wir hier bei dem NAND, also AND erstmal und dann die Negation, 1 und 1 ergibt 0. Und die NANDs vorher hatten wir ja eben geschaut. Wir haben hier A und nicht B. Also wir haben immer abwechselnd, entweder ist halt gerade A oder es ist gerade nicht A, aber es ist nie halt gleichzeitig A und nicht A. Also es ist durch diese Verschaltung des Ganzen. Wir können ja nie gleichzeitig A und nicht A wahrhaben. Jedenfalls nicht so einfach. Na, theoretisch könnten wir das durch eine Könnten wir das durch eine verzögerte Schaltung erzeugen, aber in unserem Fall kommt das hier nicht vor, weil es ein bisschen schwierig ist. Und dadurch kommen wir hier nicht auf 1. Ich überlege gerade,
Genau, achtet deswegen auf diese kleinen Kreise hier. Und das ist halt auch das, das hatte ich ja vorhin gesagt, als wir uns Schaltungsgatter angeguckt haben, dass man halt, wenn man das als Eingang für irgendwas nimmt, und dann irgendwie hier so eine dicke Linie zieht und dann nicht so ganz aufpasst, und dann noch dann drauf malt, dass man da handschriftlich dann auch ganz schnell dann plötzlich diesen Kohler da nicht mehr sieht, weswegen es eigentlich schöner ist, mit den Wörtern zu arbeiten. Ja, man könnte auch natürlich so Sachen schreiben, dass man sagt, okay, ich schreibe hier das Ungatter und ich schreibe meinen Inverter hinter, um halt genau das gleiche zu haben wie Nant. Andererseits ist es dann halt aber auch kein Nant-Gatter mehr. Also wenn gesagt wird, ihr sollt Nant-Gatter benutzen, dann müsst ihr auch definitiv das D mit dem Kreis da vorne nutzen. Außerdem ist es eher tatsächlich unüblich, das so zu schreiben. Frag mich nicht wieso, aber es wird halt, also die Negation des Ausganges wird halt häufiger daran gehängt, dass man das eben so verbindet, als dass es irgendwie, als eben das Umgekehrte. Gut. Damit haben wir uns ROBDD angeguckt. Das solltet ihr hoffentlich hinkriegen. Wir haben uns angeschaut, wie wir eine Textaufgabe analysieren, um daraus eigentlich damit weiterzuarbeiten. Haben festgestellt, Textaufgaben sind ja viel nerviger, als wenn man einfach mit einer Funktionstabelle anfangen darf. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Also insofern achtet, wenn ihr eine Textaufgabe kriegt, immer gut darauf, was könnt ihr aus dem Aufgabentext erlesen. Eigentlich sollte immer alles für euch Notwendige da auch drinstehen, aber überlest bitte nichts Wichtiges. Genau, haben dann auch entsprechend mal eine Schaltung gebaut. Haben jetzt mal geguckt, wie sieht das eigentlich aus mit ja, Schaltung, Zeitverhalten, im Prinzip also so ein Impulsdiagramm gemacht. Damit haben wir aus meiner Sicht jetzt eigentlich den Rundumschlag gemacht. Vieles kommt halt irgendwie so ein bisschen doppelt jetzt vor auf diesem Aufgabenblatt, aber ist ja auch nicht verkehrt, ist ja gut, dann könnt ihr das auch noch mal üben und außerdem kennt ihr dann das ein oder andere, das könnte dann vielleicht ein bisschen schneller gehen. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche, viel Erfolg, startet gut rein ins neue Jahr, falls ihr noch nicht schon reingestartet seid und ja, bis nächste Woche oder so. Oder noch eine Frage, gerne. Vom letzten Mal.